Egal. Ja. Ja. Ja, sag. Ja. Was ist los, Wir sind Manuel? bei Vimeo, sind wir draußen. Hallo liebe Freunde, technische Probleme können immer wieder passieren. Life is life, das haben nicht nur Opus schon in den 80er Jahren gesungen, so ist das nun mal auch, wenn man mit neuer Software arbeitet. Nichtsdestotrotz begrüße ich Traugott Ikarot und natürlich unseren Stargast heute, den X-Men Xavier Naidoo. Ein Hallo nach Mannheim, oder wo bist du gerade? Jawohl, Mannheim. Mannheim in Spanien, lassen wir es dabei. Okay. Ja, wir wollen uns heute über verschiedenste Themen unterhalten, sofern du viel Zeit hast. Traugott, vielleicht willst du den ersten Input mal liefern? Ja, erstmal schönen Abend. Danke für die Einladung. Schönen Abend nach Wien und natürlich nach Spanien. Ich freue mich mit euch, das hier heute Abend machen zu dürfen. Absolut, wir wollten, oder genau. Klar, wir wollten über mal etwas andere Themen sprechen, über Spiritualität, über Kindeserziehung, alternativen Schulen und dergleichen mehr. Und das finde ich sehr wichtig. Freut mich auch ganz besonders. Wir haben leider technisch ein bisschen Probleme. Wir sind nur noch auf meinem YouTube-Kanal live. Aber gut, das müssen wir dann halt nachher reposten. So sollen wir das, ja, müssen wir das besser draus machen. Der Weg ins Licht 2021. Dieses Jahr ist sehr wegweisend und wir alle glauben an das Gute. Ich sehe das auch jetzt unabhängig von dem Ausgang der US-Wahlen. Auch wenn Onkel Joseph da angelobt werden sollte, bin ich zuversichtlich, dass der Paradigmenwechsel sowieso, ich hatte heute Demo-Erlebnis in Wien, 50.000 Menschen auf den Straßen, alle friedlich, aus allen möglichen Strömungen, ohne Maske, die Polizei auf unserer Seite. Also diese Bewegung lässt sich eigentlich nicht mehr aufhalten. Wie nimmst du das denn so wahr, Klavier? Mit aller Geduld, mit aller gebotenen Geduld und mit aller, wie soll man sagen, mit aller Warmherzigkeit, die ich einfach habe, weil ich brauche es euch nicht zu sagen, wenn man schon vor längerem gewisse Dinge sehen durfte, sehen konnte, dann wird jeder Tag manchmal, ist natürlich schwierig mit der Geduld oder mit dem Warten. Und da habe ich mich vor langer Zeit mehr oder weniger darauf eingestellt, dass das eben ein Marathon ist. Das habe ich auch versucht, in Liedern schon darzulegen. Also bei dieser Weg oder bei anderen, was wir alleine nicht schaffen, habe ich das immer versucht darzulegen, dass das alles erst noch kommt und dass wir da erst durch müssen und dass es dann aber auch, so wie sich das für mich angefühlt hat, jetzt erleben wir es ja, wie es tatsächlich ist und wie es tatsächlich geplant war und so. Und dass wir da gut durchkommen. Ich habe nie was anderes gesehen, aber ich habe auch nie gesagt oder ich habe auch nie gespürt, dass es einfach wird, sondern dass es natürlich aufreibend wird und dass man mit Sicherheit die ein oder andere Freundschaft oder schlimmer einbüßen wird. Ja, das ist das Traurige, wenn sich Familien spalten, Freunde spalten. Das haben sehr viele in dem Jahr erleben müssen. Das ist natürlich nichts Lustiges. Ich habe heute auch ganz kurz eine Ansprache gehalten, wo ich die Menschen versucht habe, es waren ja wirklich sehr, sehr viele heute da, zu vergeben. Das ist das, was der Traugott und ich in unserer letzten Sendung besprochen haben. Die Vergebung jetzt nicht den Hohigkeiten, sondern den einfachen Nachbarn oder Leuten, Ex-Freunden, Freunden, die dich oder uns einer vor Wochen oder Monaten aufgrund dieser Zombie-Seuche, nenne ich sie nur noch, irgendwie links liegen gelassen haben, weil wir Neurechte, ISO-Verschwörungs-Corona-Leugner, eh schon wissen, alles Mögliche sind. Und die kommen aber jetzt auch langsam drauf, dass an der Sache, an der Nummer irgendwas faul ist.
und denen halt auch zu vergeben, glaube ich, das ist die Aufgabe eines guten Patrioten jetzt in dieser Wenn sie sich selbst vergeben können, klar. Aber ich glaube, da wird es viele ganz schön reinreißen. Weißt du, vergeben unter diesem Druck, der jetzt entsteht, das wird schwer zu lernen sein, das wird schwer umzusetzen sein. Deswegen werden wir also eine ziemlich heftige Phase von Schmerz durchwandern für viele, weil viele konnten sich ja schon in den guten Zeiten gewisse Dinge nicht vergeben. Also diese Selbstliebe, die habe ich oftmals nicht feststellen können bei meinen Mitmenschen. Und deswegen denke ich, in so einer harten Zeit jetzt dann auf Vergebung zu kommen, das ist ein heftiger Prozess. Wie bist denn du so damit umgegangen? Ich meine, du bist mir ja als Musiker und allen schon lange bekannt. Erstmal aufgefallen, glaube ich, war das Karlsruhe oder irgendwo so eine kleine Mahnwache, wo du dann mal gesprochen hast. Und dann ging es ja los mit dem ersten richtigen Bash. Das war Mannheim, auf dem neuen Messplatz heißt es. Ja. Und da habe ich dann eine Doku gedreht ich weiß nicht, ob es SWR war, also fürs eigentlich Öffentlich-Rechtliche, glaube ich. Auf jeden Fall für einen großen Sender. Und da wollte ich dann aber nicht, wie soll ich sagen, ich wollte das, wenn wir so eine Doku machen, dann muss es nicht nur so eine Beweihräucherung sein, sondern es muss auch etwas passieren in dieser Doku, wo ich so ein bisschen an die Grenzen gehe, auch das, was sozusagen mir daraus erwachsen könnte. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt so ein Spontankonzert in der Stadt. Und das war gerade zu der Zeit, als es mit der Ukraine so heftig wurde. Man muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr gute Kontakte in die Ukraine. Ich habe auch Familie in der Ukraine, also und deswegen war ich da eben sehr gut vernetzt und wollte auf gar keinen Fall, dass sich Deutschland oder Europa in diese, oder generell, dass dieser Konflikt so ausbricht, wie er eben ausgebrochen ist. Ich war auch öfter im Flugzeug gesessen mit Vitali Klitschko in die Ukraine und habe das also sehr, sehr, sehr deutlich mitverfolgt. Bin oft nach Kiew selbst gefahren, habe Manöver mitbekommen und war... Ich muss dazu sagen, ich habe 2007 das erste Mal sowas wie eine Vision, also nicht das erste Mal so eine Vision gehabt, aber das erste Mal über etwas, was mit Russland zu tun hatte. Und ich hatte das Gefühl, dass das Einzige, was uns wirklich Kriege, also damals war ich noch sehr in diesem, wo könnte der dritte Weltkrieg, wie könnte sowas aufkeimen oder sind wir schon mittendrin und so weiter. Und dann habe ich auch eben Prophezeiungen zur Zukunft Deutschlands, damals hieß es, so eine Seite, die habe ich gesehen. Und dann habe ich eben diese Irlmeier-Prophezeiungen, auch andere, die eben gesagt haben, irgendwann stünde in Friedenszeiten der Russe vor der Tür und keiner hätte damit gerechnet. Mhm. Und ich hatte aber parallel eben eine andere Herangehensweise, sondern ich hab ein inneres Bedürfnis gehabt, in den Osten nach Russland zu reisen und tatsächlich Völker, ich wollte Russisch lernen, was ich immer noch tue, ich wollte tatsächlich völkerverständigend einwirken, weil mich das so erfasst hat. Und ich wusste, es ist nicht aus Bosheit oder aus kriegerischem Anlass, sondern es ist etwas, die Russen können nicht anders als das zu tun. Und wenn man sich die NATO, wenn man sich die Rede von 2008 war es, glaube ich, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, also diese vielen verdeckten Friedensangebote, die Putin so immer wieder dem Westen gemacht hat. Und das Ignorieren dieser, das hat mich schon beunruhigt zu der Zeit. Und damals, wenn ihr euch erinnert, wurde Georgien angegriffen. Und wie heißt die Hauptstadt nochmal? Nicht Tripolis, sondern Tiflis, genau, wurde da dem Erdboden gleichgemacht. Man hat also gesehen, die Russen sind schon imstande, wenn sie denken, es ist notwendig, auch hart durchzugreifen. Und das wollte ich auf jeden Fall verhindern. Ich habe 2007 die ganzen Söhne eingeladen, also ein Gespräch sozusagen anberaumt, weil ich gesagt habe, Leute, wir müssen da was tun. Ich weiß nicht genau, wann es passiert, wie es passiert. Und das hat sich dann jetzt ja irgendwo gelegt, aber es ist noch nicht aus der Welt. Also und meines Erachtens war diese völkerverbindende Tätigkeit aus Deutschland heraus wieder sozusagen eine friedliche Herangehensweise für unsere russischen und ukrainischen und die ganzen Menschen, die sozusagen hinter dem eisernen Vorhang waren, dass wir da wieder zusammenkommen. Das war mein
mein großes Bedürfnis seitdem. Und wie sind wir jetzt eigentlich auf die Frage gekommen? Jetzt bin ich so weit abgedriftet. Na, weil ich dich gefragt habe, so wie das so für dich war, als du da erstmal so mit ja. Genau, ja, sorry, jetzt habe ich so weit ausgeholt. Ich hab eben dieses Konzert in der Stadt gemacht, weil ich wollte darauf aufmerksam machen. Ich wollte ein paar Dinge, die ich schon lange auf dem Herzen trug, das erste Mal auch irgendwie öffentlich sagen. Und das habe ich dann eben auch alles aufnehmen lassen, nämlich die Menschen, die dort sich versammelt hatten, die auch nicht wussten, dass wir da spielen. Es war tatsächlich nur die Menschen, die spontan dort vorbeikamen gerade. Und dann habe ich die gefragt, ob sie denn auch die Erfahrung haben, dass man das Gefühl hätte, dass hier vielleicht Soldaten stationiert sind und dass man vielleicht noch besetzt ist. Das sieht ja nicht jeder in Deutschland so, aber wir in Mannheim und Umgebung, wir sehen die Besatzung tatsächlich. Und da habe ich versucht, einfach so ein paar Stichpunkte zu geben und die Leute ein bisschen aufzurütteln. Ich habe das selber überhaupt nicht aufgenommen. Ich hatte gar keinen Plan, das jetzt in der Form gleich zu veröffentlichen irgendwas, sondern ich wollte nur, dass es in dieser Doku drin ist. Und dass es eben nicht nur eine Doku ist, die mich jetzt irgendwie in meinem Privatleben zeigt, sondern die auch irgendwas bewegt. Und dann ging's los. Es war keine Montagsdemo, es war an einem Freitag. Es hatte mit all den Sachen eigentlich nichts zu tun. Aber damals, ich weiß nicht, Zeckenbiss war es nicht, aber irgend so eine Vereinigung hat mich da dann relativ schnell verpfiffen, wenn man es so überhaupt sagen kann. Und dann machte das die Runde. Es hielt sich aber noch alles relativ bedeckt. Man hat nur aufgemerkt, davor hatte ich ja schon mal, glaube ich, auch im ZDF, im Morgenfernsehen eben gesagt, dass Deutschland keinen Friedensvertrag hat. Also ich habe immer versucht, da, wo es passt, zu kontern und solche Dinge damit reinzubringen. Und das war natürlich immer auch der Grund, dass man mich ein bisschen mit Vorsicht genießen wollte und musste. Aber ich dadurch, dass man mit mir, wenn man dann mit mir arbeitet, eigentlich sehr gut zusammenarbeiten kann und ich mich dann auch komplett in jede Produktion reinhänge, als wäre es ging um mein Leben, konnte ich das auch immer wieder ad acta legen und dann sozusagen weiter ein bisschen, wie soll ich sagen, wie so ein Agent zu gucken, wann ich das nächste Mal irgendwie was raushauen kann. Wie erlebst du jetzt so allgemein die Zeit seit, also ja, eigentlich das letzte Jahr? War ja total verrückt für jeden von uns. Ja, ich denke, es war für manche natürlich verrückter. Ich denke, für den Traugott, für mich und für andere ist es vielleicht nicht so verrückt, weil wir ja immer irgendwie gedacht haben, irgendwann wird dieser Wahnsinn losgehen. Wie, was, keine Ahnung. Ja, auf was ich mich alles vorbereitet habe. Ja, als ich noch gedacht habe, die Erde fliegt durch den Weltraum, habe ich mich auf den Planet X vorbereitet. Und was weiß ich alles. Ja, also ich versuchte immer, alle Optionen alle Optionen der Weltzerstörung irgendwie im Auge zu haben und mich gegebenenfalls darauf vorzubereiten, aber in der Ruhe zu bleiben und mein Leben ansonsten zu leben. Also ich spätestens seit man Vater ist, kümmert man sich eben nicht mehr nur so um sein eigenes Ding oder wie man sich dann so durchwurschtelt, sondern da muss man natürlich auch gucken, dass man zwar angstlos ist, aber auch für den Notfall gerüstet. So ist es, ja. Traugott, ich überlasse dir jetzt mal das Wort. Ja, danke. Also ich habe früher auch immer gedacht, ja, hier, das sind verschiedene Länder, das sind unsere Feindbilder. Früher haben wir in der Schule gelernt, also nicht wir, aber unsere Vorfahren, jeder Schuss ein Russ, jeder Tritt ein Brit, jeder Stoß, also mit Bajonett ein Franzos. Das haben wir jetzt überwunden und mittlerweile sind wir sogar noch schlauer. Wir wissen, dass Länder an für sich oder die Menschen dort nicht die Feinde sind, sondern es ist der tiefe Staat in jedem Land. Und ich finde es wunderbar, dass Xavier sich für die Völkerverständigung einsetzt. Ich selber habe mal ein Schreiben aufgesetzt, einen offiziellen Brief an die Russische Föderation und der wurde auch von mehreren tausend Menschen unterschrieben, dass wir ein freundschaftliches Verhältnis zu Russland und den russischen Menschen haben möchten. Und den habe ich auch in Facebook geteilt und kurz danach bin ich rausgeflogen, sodass man sieht, wes Kaisers Kind sie schon sind und also damals schon waren. Nur heute sehen wir es jetzt noch wesentlich genauer, dadurch, dass wir sehen, wie intensiv, wie massiv zensiert wird. Das ist also, nimmt Ausmaße an, die wir uns vorher gar nicht hätten vorstellen können. Und ich glaube, dass
geht aber in die richtige Richtung, weil jetzt geschieht nämlich in den USA Folgendes. Irgendwann wird das Red Alert oder das Emergency Messenger System, wie soll ich sagen, aktiviert. Und dann müssen die sogenannten sozialen Medienplattformen müssen da mitziehen, müssen das übernehmen. Dann kommt natürlich die Wahrheit raus. Und wenn sie das nicht wollen, dann werden sie vom Netz geholt, dann zerstören sie sich selber. Also praktisch, sie werden jetzt gezwungen, Farbe zu bekennen, auf welcher Seite sie stehen. Entweder auf der richtigen oder sie sind weg vom Fenster. Und das ist eine gute Entwicklung. Bist du dir da so sicher, dass du das so sagen kannst? Ja, die werden kaputt gehen oder sie werden sich ändern. Ich befürchte eher, sie werden kaputt gehen. Also Twitter, Facebook, YouTube und ähnliche. Mhm. Ich meine, mein gut, das ist das eine, klar, ja. Man merkt ja noch. Siehst du das anders, Fabi? Nein, ich kann es nicht so bestimmt sagen. Ich weiß, dass ich bereit bin, meine Freiheit zu verteidigen und das auch, wie soll ich sagen, sehr, sehr intelligent anzugehen und kräfteschonend. Aber ich weiß nicht, ich habe immer noch die Befürchtung, dass wir hier ein riesiges Hoffnungsritual abgefackelt bekommen und am Ende die Gelackmeierten wären, wenn wir das denn so annehmen wollen. Aber ich bin natürlich auch voller Hoffnung, wie du vorhin schon richtig gesagt hast. Also das will ich natürlich so sehen und bin auch bereit, die Zugeständnisse, die man uns machen wird, wenn es denn alles gut wird, dass man da eben einhakt und sagt, okay, bis hierher und nicht weiter, danke für die physische Befreiung, sage ich mal, aber ab hier übernehmen wir dann. Also ich möchte da keinerlei vorgekaute goldenes Zeitalter in ein goldenes Zeitalter, das irgendwo vorbereitet wurde für mich, das möchte ich nicht. Ja. Da möchte ich doch lieber selbst Hand anlegen. Und ich denke, im Moment sieht mir so viel nach so vorbereitet aus, von Medbeds über freie Energie und alles. Da bin ich sehr skeptisch. Mhm. Wäre aber schön, wenn es eintrifft. Also absolut. Ich bin da nichts dagegen, dass es sind ja auch in höheren Positionen Menschen auf unserer Seite, die schon hinter den Kulissen Vorbereitungen treffen für die neue Zeit. Da bin ich also absolut sicher. Wie gesagt, du hast ja selber zwei Beispiele genannt, freie Energie, Medbeds. Das wird kommen, unweigerlich. Ich glaube aber nicht, dass es gleich ein goldenes Zeitalter wird. Wenn wir die vedische Zeitrechnung betrachten, haben wir ja da vier Zyklen, das Kali-Yuga, wo wir jetzt sind, dann Dwapara, Tetra und dann Kali-Yuga. Also Kali-Yuga sind wir jetzt, oder Satya-Yuga vielmehr, als goldenes Zeitalter. Vom Winter gehen wir gleich in den Sommer, wir gehen ja erst in den Frühling. Und dann wird es wieder ein paar tausend Jahre dauern, bis wir eine weitere Bewusstseinserhebung... Nein, hör auf! Hör auf mit ein paar tausend Jahren, Alter. Nee, das machen wir jetzt oder gar nicht. Ich sehe das auch so, jetzt oder gar nicht. Na, das geht in Ebenen. Die menschliche Entwicklung hört ja nicht auf. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja, wir machen jetzt einen Bewusstseinssprung und alles wird gut. Und dann Nein. ist Stagnation. Es wird weitergehen, bin ich von überzeugt. Das ist schon klar, aber jetzt noch tausend Jahre warten, dass jetzt sind wir dabei. Jetzt machen wir einen Bewusstseinssprung. Das ist klar. Nur, ich will sagen, es gibt da noch weitere Bewusstseinssprünge in vielen tausend Jahren. Die schließe ich auf gar keinen Fall aus. Okay, aber ich sag mal so, ich bin voller Vorfreude auf etwas, das ich in greifbarer Nähe fühle. Okay, und das, auch wenn da 10 Jahre manchmal dazwischen liegen, zwischen diesen, ich habe das schon recht früh gemerkt, dass da oft der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Und auch wenn die Gefühle und die Visionen und was auch immer heftig sein sollen, dass es eben doch sehr lange dauern kann, bis die Dinge so eintreten. Da ich aber jetzt sehe, wie die Dinge sich verändern und wo wir hingedrängt und hingezwängt werden, dass man auf der anderen Seite nicht einkalkulieren kann, wer alles in unserem Block hier mit drin sitzt. Ja, da sind mit Sicherheit welche dabei bei uns, die noch gar nicht wissen, zu was sie wirklich fähig sind. Das wird erst getriggert, wenn die andere Seite sozusagen die nächste Maschinerie in Gang setzt. Und ob das jetzt ein Bewusstseinssprung ist, was auch immer. Ich glaube, dieses Samenkorn, das wir jetzt gerade
aufgehen sehen. Das lag schon immer da und wir haben aber nie genau gewusst, wo es ist und haben ständig gewässert und bewässert und irgendwie haben wir es jetzt im Visier. Und ich denke, dass manche von uns da ziemliche Katalysatoren sein können, um Dinge, also ich möchte überhaupt gar keine Prophezeiungen und ich persönlich glaube einfach, dass man uns schon so oft angeschwindelt hat mit dem goldenen Zeitalter und uns immer wieder da reingebracht hat und schon wieder manifestieren wir irgendwelche paradiesischen Zustände für irgendwelche Entitäten, bloß nicht für uns. Und ich denke, wir sollten mit den vorgezeichneten Sachen vorsichtig sein einfach. Ich denke, wir haben genug Fantasie und genug Liebe im Herzen, um unsere Zukunft auch zu gestalten ohne 1000 Jahre alte Prophezeiungen. Klar, ich halte mich an die Bibel, das gebe ich zu, da bin ich auch drin einfach und fühle mich da gut aufgehoben. Und ich möchte jedem zugestehen, seinen Weg dahin zu finden und wie er jetzt hierher gekommen ist, ja, mit welchen Eingebungen und Visionen und was auch immer. Aber ich persönlich habe so meinen ganz eigenen Plan, wie ich die Dinge für mich oder meine Familie oder die Menschen, die man fühlt, wie ich die Dinge angehen will und würde und was ich dazu bereit bin, eben zu geben und mich da jetzt noch auf lange Sicht mehrere Generationen hinhalten zu lassen, da bin ich nicht dabei. Also, nee, da hast du mich falsch verstanden. Natürlich, ich übertreibe ja auch. Oh ja, wie schaut der Plan aus, wenn ich fragen darf? Bitte, was meinst du, Manuel? Ja, wie schaut Xaviers Plan aus, seine Ausrichtung? Ja gut, ich persönlich sehe natürlich Dinge geschrieben, die auch mir, die bei mir nicht nur resonieren, sondern die mich geführt haben, ob hierher. Natürlich sind biblische Themen und lange Zeit war mir nicht bewusst, wie sehr diese Thematik tatsächlich in unser reales Leben, in unserem realen Leben andocken wird. Und wenn ich bei der Q-Bewegung höre, es wird biblisch, dann weiß ich ungefähr, was die Q-Bewegung damit ausdrücken will und was damit gemeint ist. Aber mein biblisch, es wird biblisch, das ist nochmal was ganz anderes. Das kann auch so nicht jeder auf dem Schirm haben oder nur ganz wenige auf dem Schirm haben. Und daran hänge ich mich. Und das schließt alles andere mit ein. Und für mich geht es nur um die Zusammenführung dieses Volkes, das nicht mehr weiß, wer es überhaupt ist. Das wahre Israel hat keine Ahnung, wer es ist. Diese ganzen, das sogenannte auserwählte Volk hat keine Ahnung, wer es ist. Ist immer noch in der Knechtschaft, zumindest mental. Und das ist mein Antrieb. Und da sehe ich meine Bestimmung. Und für mich muss ich alles andere dem unterordnen. Ja, ich glaube, wir sind extra jetzt in diese Zeit inkarniert, um bei diesem Prozess mitzuhelfen. Also ich fühle, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube, das gilt auch für andere, für dich und eigentlich für jeden. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass das gilt für zum Beispiel diese zwei Krankenschwestern, die jetzt so einen Zitteranfall haben, weil sie sich haben impfen lassen, dass da vielleicht karmische Gründe dahinter stehen, die abzutragen sind und gleichzeitig sinnvoll abzutragen sind, dass die Öffentlichkeit sieht, jetzt in diesem speziellen Beispiel, oh Vorsicht, Leute, lasst euch nicht vergiften. Ne, dass praktisch jeder auch seine Aufgabe hat, auch entsprechend seinem Karma, seinem Bewusstsein und da spielen so viele Faktoren und Komponenten rein. Aber dass die Gesamtheit aller dieser Faktoren und die Intention von Millionen und Millionen Menschen hier eine Veränderung zu bewirken, letztlich dazu führen wird, dass wir das Tor aufstoßen in eine neue Zeit. Das sehe ich auch. Das ist natürlich jetzt so von karmischen Singen. Ich bin da mit Wiedergeburt und Reinkarnation und so, da bin ich immer noch am Hadern. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass es einmal passiert und dass dieses, mein jetziges Leben, vielleicht dieses Leben ein Leben ist, das mich ins Paradies führt, das schon sozusagen dieses lange versprochene Himmelreich, in das wir eingehen können, ohne zu sterben natürlich, dass es jetzt ist und dass ich vielleicht irgendwo in der Vergangenheit mich dafür bewährt habe. Aber dass ich ständig wiederkomme, damit kann ich mich nicht anfreunden.
Also du hast den Zugang. Dass man einmal diese Wiedergeburt hat, weil man sozusagen im Glauben verstorben an diese Zeit jetzt wieder zurückkommt. Also da, das glaube ich vollkommen, dass ich sozusagen im Himmel bin, das habe ich ja schon zigmal auch gesungen, dass wir eben nur noch nicht verstanden haben, wie wir die Sache jetzt lösen, wie wir auskehren, wie wir das hier zu dem machen, was es sein soll. Obwohl wir haben es in der Hand, aber wir haben es noch nicht erledigt. Aber das können wir jetzt machen. Davon gehe ich fest auf. Weil wir gerade beim Thema Reinkarnation sind, da haben wir eine Bekannte auch von euch, Sabine Glöcker, die möchte ich da mal kurz reinholen. Die hat dazu was zu sagen. Sabine, wenn du deine Kamera anmachst, jawohl, hallo. Servus. Hallo. Hi. Ja, mit der Sabine habe ich ja auch immer heftige Diskussionen, deswegen. Naja, so schlimm ist es ja nicht. Ja. Nee, aber es ist ja auch gut. Ja, schön, dich wiederzusehen. Geht es dir gut? Absolut. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Dir auch. Ich soll dir ganz liebe Grüße von einer gemeinsamen Bekannten ausrichten. Okay, vielen Dank. Grüße zurück. Ja, mein Thema zur Inkarnation. Ich habe Selvia vor 10 Jahren kennengelernt, über 10 Jahren, und habe ihnen damals ein Buch gegeben, mit dem ich meinen Verlag praktisch eröffnet habe. Damals auch noch die Wege des Himmels und jetzt heißt es Kyros der Tibeter. Du hast es gelesen, Selvia, oder? Ja, aber ich habe es mir so überflogen, weil ich auch damals, das Reinkarnation war nie so, meinte ich. Ich habe so eine Eigenart, ne? Ich will gewisse Welten nicht in mich reinlassen. Deswegen überfliege ich manche Sachen. Wenn es resoniert, dann haue ich es mir rein. Wenn nicht, dann lasse ich die Welt draußen. Okay. Und du kannst dir nicht vorstellen. Bei mir resoniert Wiedergeburt, Reinkarnation, das Ganze, das resoniert einfach bei mir nicht. Deswegen kann ich das, ich nehme das von euch an und ich höre auch Weisheit daraus, aber vielleicht bin ich einer, der bisher nur einmal da war. Was weiß ich. Glaube ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, Aktion, Reaktion, also dass alles, was du auswendest, auch irgendwann wieder zu dir zurückkehrt und dass das, was dir in deinem Leben passiert, kein Zufall ist, also oder im wahrsten Sinne des Wortes ein Zufall ist. Ja, du, da bin ich vollkommen bei dir, aber dafür muss ich nicht schon mal gelebt haben. Ich kann diese ganzen Bilder, die ich habe, und glaub mir, ich kann sehr weit in die Zeit zurückgehen, aber für mich gucke ich da nicht durch meine eigenen Augen, sondern durch die Augen meiner Vorfahren. Ich spüre deren Leben, ich spüre deren Erfahrungen, aber es sind nicht meine aus einem anderen Leben. So habe ich das, so ist mir das noch nie im Inneren bewusst geworden, sondern es war immer, ja, das sind meine Leute. Die gucken jetzt gerade aus meinen Augen raus, so wie ich manchmal aus ihren Augen oder aus ihrer Gefühlswelt heraus empfinden darf. Ja, und zwar in jedem Jahr, das jemals war, ja, in dem meine Blutlinie schon existiert hat. Aber dass ich jetzt irgendein Leben dort eingenommen habe und nee, es resoniert einfach nicht. Sabine, du hast ja ein Buch dazu auch geschrieben, glaube ich, gell? Nee, das war das Buch Phylos der Tibeter, also hat nichts mit Tibet zu tun, geht eigentlich schon mal Atlantis. Und jetzt habe ich gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Die Wand des Lichts von Nikola Tesla, seine Autobiografie, die sein, sagt man, Sohn aus Kanada publiziert hat, 1973. Und darin beschreibt Tesla, wie wir erschaffen, also wie die Menschen hier auf die Erde kamen und der heute der Deep State ist. Es ist sehr interessant, er nennt sie die Nachzügler, dass kein Planet oder keine Sphäre da draußen bereit war, die aufzunehmen. Und wir haben gesagt, wir nehmen sie auf. Und diese Nachzügler waren eben Wesen, die ihren freien Willen voll ausgelebt haben, Gott mit reinzunehmen ins Boot und haben fürchterliche Kreaturen erschaffen und haben sie so vermaterialisiert, in die Kruppstofflichkeit reingegangen und haben praktisch komplett alles übernommen auf diesem Planeten heute. Und das ist das, was heute wir Deep State oder was auch immer nennen. Und das schreibt Nikola Tesla in seinem Buch. Und er sagt ja auch, er wäre nicht von diesem Planeten, ne? Er wäre von Venus. Und das ist sehr interessant. Ich würde es dir auch zuschicken, Silvia, wenn du mir deine Adresse lässt.
Hätte ich dir aber mal du weißt gesagt. Doch, dass ich nicht an Planeten glaube und dass ich das da. Ja, weiß ich ja. Aber ich nenne sie ja Sphären deswegen. Nix, mit Planeten. Da gibt nichts, gar nichts. Da ist niemand hergeflogen von keinem Planeten, von keinem gar nichts. Nichts, wir sind Raum. Das ist ein Raum. Ja, deswegen ist es der Weltraum, weil das einfach ein Raum ist, der zu ist und da kommt, das sind die gefallenen Engel. Ja, ich kann dir diese ganze Geschichte, kann ich dir glauben. Aber es hat nichts mit irgendwelchen Entitäten, die von draußen, die kommen von hier. Das sind die Söhne Gottes. Das sind die ersten Kreaturen, die ersten Wesenheiten, die der Schöpfer geschaffen hat. Und die haben sich einfallen lassen, die Schöpfung, die Frauen auf unserer planen Erde zu beglücken. Da bin ich komplett bei dir. Also ich glaube auch da brauche ich keine anderen Planeten und da muss ich nicht durch die ganze Galaxie irgendwie, das ist alles hier. Aber das ist ja auf einem anderen Blatt. Ich verstehe komplett, wo du herkommst. Wenn man eine Frequenz verändern und wie am Radiosender einfach die Frequenz verändern und du bist in einer anderen Wirklichkeit? Nope. Okay. Keine Dimensionen, kein Multiversum, nichts. Nichts. Keine Quantenphysik, keine Atome, keine nukleare Ebene, kein gar nichts. Das ist alles, prallt alles an mir ab. Ja, okay. Also die Sache, die Sabine meint und was du, Xavier, meinst, da kann es eine Synthese geben oder gibt es laut Veden sogar eine Synthese, dass wenn Sabine zum Beispiel von der Venus spricht, muss nicht irgendwie eine Kugel gemeint sein, die da rumfliegt, sondern das Bild gibt es ja auch gar nicht, das ist ja alles Photoshop, was wir haben, sondern das ist eine Energieebene, letztlich eine astrale Ebene mit einer bestimmten Frequenz. Genauso wie der Saturn eine bestimmte Frequenz hat, die sehr niedrig schwingend ist und die, wo Wesen sind, die nicht so lichtvoll und positiv sind. Und zum Karma wollte ich noch was hinzufügen. Du hast eben gesagt, Xavier, dieses endlos Inkarnieren, das ist kein endlos Inkarnieren. Wir sind hier, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln und praktisch, um hier das göttliche Leben auf Erden zu manifestieren in einer Gemeinschaft. Das ist die höchste Schule, die es gibt, meiner Meinung nach, im menschlichen Leben, hier wirklich die vollkommene Ordnung und das vollkommene Glück in die dichteste Ebene hinein zu manifestieren. Und dazu kann man beitragen, da kann man hier runterkommen und man muss aber nicht immer permanent, das ist kein ewiges Samsara, also kein ewiger Kreislauf. Okay, ich nehme das so an, aber ich wie gesagt, das sind für mich Dinge, da brauche ich mir derzeit nicht so den Kopf drüber zu zerbrechen, weil ich einfach viele greifbare Dinge habe und viele Visionen aus meiner Kindheit bis zu meinem heutigen Leben, die mich irgendwie führen, wo ich einfach merke, okay, das hat mir immer gute Dienste erwiesen und ich muss nicht abschweifen in Dinge, die ich nicht wirklich greifen kann. Und wo ich immer sehr vorsichtig sein muss, weil ich doch auch vermute, dass die Gefallenen eben all diese Dinge uns ja beigebracht haben und schon immer erzählen, sie kommen von den Sternen und schon immer erzählen, sie sind Götter, den Göttern gleich und so weiter. Und deswegen, ich kann eigentlich nur die Dinge umsetzen und verwenden, die aus mir herauskommen. Ja, wenn du mir Dinge erzählst, Raugott oder Sabine oder Manuel, die bei mir resonieren, dann anders geht's doch nicht. Ich denke, wenn man in sich ruht, dann darf man sich die Freiheit und auch das Selbstbewusstsein eben nehmen, zu sagen, okay, wenn es so kommt, dann ist cool, aber in der Zeit muss ich mich da nicht jetzt groß reinknien, sondern es sind eure Fachgebiete. Ich kenne mich gut aus mit dem Alten Testament und ich fühle, dass das auserwählte Volk, das natürlich, es ist immer so ein Überwort, auserwählt, ja, also Das war eigentlich ein ziemlicher Griff ins Klo vom Schöpfer, sich dieses Volk auszuwählen, weil es gibt kein starrsinnigeres Volk als dieses. Ja, man muss es ständig wieder zurechtweisen, ständig muss man es wieder in die Knechtschaft prügeln, weil es so starrsinnig ist wie kein anderes. Also es war nie von Gott so gedacht, sich jetzt ziemlich einfach zu machen, sondern er hat sich die Verrücktesten der Verrückten genommen, um seine Arbeit zu machen. Und deswegen ist es dann auch in so einem Drama geendet, weil wir einfach nicht kapieren, wo die Reise hingehen soll zu unserem Besten. Und das hoffe ich, dass wir es jetzt kapiert haben. Deswegen, was ihr so erzählt mit Inkarnieren, ist für mich, wir sind jetzt nach 400 Jahren Knechtschaft, kommt das wahre Israel aus der Gefangenschaft und wird die Welt in,
in Schrecken versetzen, weil kein Mensch wusste, dass diese Menschen die wahren Israeliten sind. Du redest jetzt von dieser Endzeit-Apokalypse? Ich bin kein Apokalyptiker mehr. Ich habe das komplette Neue Testament ad acta gelegt, weil ich dem leider nicht mehr vertrauen kann. Ich finde, das habe ich jetzt schon, ich nenne mich zwar Christ, weil ich natürlich noch versuche, meine Arme auszustrecken, aber ich denke, wir müssen das schwer überdenken, was wir da im Neuen Testament vorgefunden haben. Und es gibt keinen Retter neben unserem Schöpfer. Es gibt keinen, nicht links, nicht rechts, nicht vor ihm, nicht hinter ihm. Sagt er selber. Also von dem her, ich sehe keinen Platz für einen Heiligen Geist oder für einen Sohn Gottes. Das sehe ich einfach nicht. Da habe ich mich leider nicht wirklich befreien können von dieser Sache. Früh genug, sondern da bin ich sehr, sehr lange, habe ich der Sache gefolgt, weil ich bin da reingeboren worden. Ich war einer der größten Jesus-Freaks aller Zeiten. Aber ich habe Jesus nie angebetet. Es war mir immer ein Schritt zu weit. Ich wollte immer die Ehre dem Schöpfer geben und nicht dem Sohn. Das konnte ich nicht. Und jetzt habe ich mich eben noch tiefer reingekniet und diesen harten Schritt gewagt zu sagen, ich finde keinen Beweis für einen Sohn. Die einzigen Söhne Gottes sind die Gefallenen, die das auch von sich behaupten. Ein Satan kann auch von sich behaupten, ein Sohn Gottes zu sein. Kann er absolut behaupten, weil er das ist. Und deswegen, ich halte mich an den Schöpfer. Und wenn Jesus tatsächlich am Ende von mit einem Pferd runtergeritten kommt, dann wird er mir das vergeben, dass ich mich an den Vater gehalten habe. Ich bin ja durch Jesus zum Vater gekommen. Das ist ja alles so passiert. Von dem her, ich bin jetzt beim Vater, alles gut. Wie stehst du zum Vatikan? Überhaupt nicht gut. Ich bin aber Katholik und ich habe das immer damit begründet, dass ich sage, ich bin der letzte Katholik, der den Laden zumacht und den Schlüssel wegschreibt. Ist ja cool. Ja. Jesus sagte aber auch, ich und mein Vater sind eins. Es geht hier, glaube ich, nicht um die Form. Jesus ist ja praktisch, wie man im Sanskrit sagt, Nama Rupa, Name und Form. Es geht um den Inhalt, der da drin ist, um dieses Bewusstsein. Und ich glaube... Da sind mir zu viele Regiefehler drin, weißt du, dass Gott sich selber zu sich selber betet und so, das ist no. Und dass Jesus sich als den, wenn das wirklich so sein soll, dann wäre Jesus meines Erachtens nicht der sagt, du kommst nur durch mich zum Vater. Warum? Weshalb? Warum sollte er das machen? Verstehe ich alles nicht. Mir ist das alles wie Schuppen von den Augen gefallen. Und es kann nicht sein, dass der Vater zu sich selber fleht. Ja, nur durch mich, damit ist ja ein bestimmtes Bewusstsein gemeint, eine bestimmte Energie. So sehe ich es jedenfalls. Absolut, ich folge dir da auch komplett. Aber jetzt, wo ich mich wirklich reingekniet habe und weiß, dass im Alten Testament nicht einmal Jesus so erwähnt wird, wenn das Wichtigste ist in der Bibel, dann müsste man das auch richtig breit treten, auch schon im Alten Testament und nicht nur so zwischen den Zeilen mal hier da. Und die Beschreibungen von bei Jesaja vom Gottesknecht, da sehe ich nicht Jesus. Das ist nicht Jesus. Wie bist du auf Jesus gekommen? Ab wann war das so bei dir eine prägende Phase in deinem Leben? Gut, ich bin mit katholischen Knien in die Pubertät sozusagen. Ich war Messdiener, ich war alles, was man sein kann in der katholischen Kirche. Mhm. Und zur Konfirmation habe ich so ein Papstbuch geschenkt bekommen. Da waren alle Päpste aufgeführt. Es war in Leder gebunden. Ja, das habe ich, weiß nicht mehr, von wem ich es bekommen habe, ehrlich gesagt. Aber das war so eine Phase, wo eigentlich die ganze Welt mehr oder weniger irgendwie gegen die katholische Kirche war, gegen den Vatikan, gegen den Papst. Es war wahrscheinlich Papst Johannes Paul, keine Ahnung. Zu der Zeit, logischerweise, ja. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, wenn die alle gegen meinen Papst oder meine Religion sind, dann werde ich jetzt erstmal dafür sein und gucke mir das jetzt mal alles genauer an. Und dann bin ich aber sowas vom Glauben abgefallen, als ich dann mal quer gelesen habe, was wir alles so in der Kirche erzählt bekommen und was in der Bibel tatsächlich steht. Und dass mir nie jemand was von der Apokalypse erzählt hat. Damals war das noch für mich nicht zu begreifen. Wie kann man dieses krasse Buch mehr oder weniger nie erwähnen? Ja? Und so habe ich dann auch eben die Kirche hinterfragt, habe die Päpste hinterfragt, habe dieses
Papstbuch komplett auseinandergenommen, habe mir mehr oder weniger zu jedem dieser Päpste dann die Informationen geholt über den Lauf der Jahre und bin dann von meiner eigenen Religion weggekommen und habe dann versucht, mit meiner Mutter über Jahre hinweg die heftigsten Diskussionen zu führen, obwohl das wirklich immer sehr, sehr krass war, weil meine Mutter ist natürlich in Südafrika groß geworden, wurde von Nonnen erzogen, also die hat das so verinnerlicht, den ganzen Katholizismus, dass das wirklich 10, 15 Jahre gedauert hat, bis wir da irgendwie auf einen Nenner gekommen sind. Und dann hat sie es aber auch so gesehen. Dann habe ich ihr wirklich viele Beweise liefern können für Furchtbares, was die katholische Kirche in die Welt gebracht hat. Hat zwar nie dazu geführt, dass sie jetzt ausgetreten ist, aber das hat sie doch sehr bewegt zumindest. Sabine, hast du noch eine Frage an den Xavier? Genau, eine letzte Frage und dann klinke ich mich auch aus. Celia, du hast heute auf Telegram die Geschichte wiederholt sich gepostet. Mit den Masken. Kannst du dich daran erinnern? Genau. Ja, klar. Glaubst du auch, dass es so eine Art Wiederholung gibt, so alle 100 Jahre, dass immer wieder wir aufgefordert werden, das Gleiche zu erfahren, was wir draus machen? Ich glaube, dass die Controller einfach denken, alle 100 Jahre können wir die Scheiße machen, können wir mal ein paar 100 Millionen irgendwie crashen. Das Gleiche mit Lincoln und Kennedy, die waren ja auch genau 100 Jahre auseinander, ne? Ja, wie man solche Dinge so steuern kann, dass man sozusagen auch ins Feinstoffliche eingreift am Ende. Ich weiß nicht, ich meine, dieser ganze Zauber, dieser ganze babylonische Kack, den die da fabrizieren, der muss ja auch irgendwie zu irgendwas nutzen. Ja? Also man muss ja, wenn man einen Mondteil... Ich denke schon, dass wir alle 100 Jahre in so ein Ritual reinmanövriert werden. Ja, das glaube ich. Genau, weil vor 1918 ging ja die spanische Grippe los und dann kam eine Immunisierung, weil wenn Wikipedia googelt, gab es keine Impfung zu der Zeit, aber es gab eine Immunisierung, die durchgeführt wurde und danach sind die Leute ja reihenweise umgefallen. Ja, das war Cholera, ja auch, 100 Jahre vorher war es Cholera und 100 Jahre davor war es die Pest. Genau, also immer alle 100 Jahre, wo sich so ein Ereignis ereignet. Ja, und deswegen frage ich nur, ob du da, ich glaube da nämlich auch dran, dass wir immer das wieder gespiegelt bekommen, um dann daraus zu lernen und stärker zu werden. Daraus zu lernen, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir einfach ganz miese Controller-Freaks haben, die alle Nase lang den Reset-Knopf drücken wollen. Ganz einfach. Die haben Angst hinter ihren hohen Zäunen, dass die Weltbevölkerung explodiert. Und die müssen die Jungen in die Kriege schicken und die müssen einfach gucken, dass ständig sozusagen Schlachtvieh geopfert wird. Viel mehr sind wir für diese Leute. Und man versucht immer ständig zu gucken, dass man uns ausdünnt. Sagen wir es ganz offen, so ist es. Ja, ich weiß nicht, wie viele Resets wir schon durchgemacht haben, die Menschheit, und man uns vorgegaukelt hat, dass es göttlich ist. Und wir es dann so angenommen haben und dann die Arbeit selbst erledigt haben, selbst die Manifestationsmaschinen sind. Das ist der entscheidende Punkt. Du hast eben gesagt, dass wir selber Manifestationsmaschinen sind. Und ich glaube, das muss die Menschheit wieder lernen, dass sie der höchste Souverän hier ist. Also nicht nur im politischen Sinne, sondern wir sind alle Kinder Gottes in dem Sinne. Wir sind zwar nicht der Ozean, aber wir sind ein Tropfen. Das heißt, der Tropfen besteht aus der gleichen Substanz wie der Ozean. Wir sind nicht Gott, aber wir haben einen göttlichen Funken in uns. Und dieser göttliche Funken, der ist im Laufe der Jahrtausende in Vergessenheit geraten oder irgendwelche Freaks haben dafür gesorgt, dass wir das vergessen und haben das gefördert, um uns dadurch klein zu halten, um uns einzudosen und zu manipulieren und zu kontrollieren. Und dass das jetzt der wichtigste Schritt ist, dass wir jetzt wieder erkennen, dass wir mächtige göttliche Wesen sind. Nicht Gott, aber göttliche Wesen und unser Schicksal selber bestimmen und in die Hand nehmen können. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, dass das die Menschheit lernen sollte, darf. Ja. Was für mich halt noch dazu kommt, wenn man jetzt, ihr habt die Pest, Cholera, spanische Grippe besprochen, das sind alles für mich, auch wenn ich jetzt natürlich kein Zeitzeuge bin und auch keinen Zeitzeugen mehr persönlich kennenlernen durfte, aber doch schwerwiegendere Krankheiten gewesen, während das, was wir jetzt erleben, ja für mich doch eher ein
ein künstlich geschaffenes Mediennarrativ ist, ja, das ja einen ganz anderen Plan hat. Das war 2018 auch. Das war 1918 weltweit genau das Gleiche. Ja, nur der Manuel sagt, das war ernst, das war wirklich tödlich. Und hier sehen wir ja offensichtlich bei leeren Krankenhäusern, dass es eine Pandemie ist, dass es überhaupt keine Gefahr ist, so wie Drosten ja im April gesagt hat, wir haben es hier mit einem harmlosen Influenza zu tun. Genau. Ja. Aber ich glaube, dass man eben durch die Gefahr des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes eben diese Gefahr einer bakteriellen Lungenentzündung gerade bei den Älteren, gerade bei denen, die sie den ganzen Tag tragen müssen, dass wir da schon ein extremes Krankheitsbild in ein paar Monaten haben könnten, die dann natürlich alle Corona haben, logischerweise, weil es eine Atemwegserkrankung ja sowieso so eingestuft wird. Aber dass man uns mit gewissen Maßnahmen, Lichtentzug, was auch immer da, diese ganzen furchtbaren Dinge, die den Leuten widerfahren in diesem Lockdown, dass man da natürlich gezielt in diesem Jahr mehr oder weniger eine Unmenge nochmal von Toten haben könnte, schlicht und einfach, weil die Menschen im Jahr davor ihrer Gesundheit und ihrer Möglichkeiten beraubt wurden, gesund zu leben. Und das natürlich sich dann ein Jahr später mit Sicherheit bemerkbar macht. Also ein Jahr lang nicht richtig Luft zu bekommen, ich bitte euch, wo soll das hinführen? Ja, absolut. Ja, zumal es mittlerweile 23 Studien gibt, also so viel habe ich gezählt, die ganz klar belegen, dass A, Masken nicht helfen und schützen, und mehr noch, dass sie halt schaden durch drei Sachen. A, nach 10 Minuten gibt es den ersten Pilzbefall in der Maske, Punkt B, wir atmen unser eigenes CO2 durch den Totraum in der Maske wieder zurück, und als eventuell wichtigster Punkt aber noch, dass durch den Sauerstoffmangel Gehirnzellen absterben. Und Sauerstoff brauchen wir ganz dringend, um basisch zu sein. Also die Leute, die sich eine Maske aufziehen, die ruinieren ihre Gesundheit. Und vor allem Kinder oder Leute, die sie mehr als 8 Stunden oder ja anziehen, das ist wirklich dann hochdramatisch. Und da kommt noch einiges auf uns zu, an Krankheitsbildern, was daraus entsteht. Ja. Gut, Sabine, dann würde ich dich mal verabschieden. Ciao, Sabine. Ja. Nachher noch. Ja, ein Persona zu sehen. Und Frau Gott, wir sehen uns bald. Okay, danke, Manu. Tschüss. Tschüss. Ja, vollkommen richtig. Also ich sehe das auch sehr dramatisch. Und wir haben in Österreich auch so einen Arzt, den Pierre Eifler, der den hat man jetzt insofern gekillt, die Approbation aberkannt, weil er Patienten per Telefon ohne sie begutachtet zu haben, ihnen diese Atteste ausgestellt hat, Maskenbefreiungsatteste. Und damit hat man natürlich jetzt die gesamte Ärzteschaft irgendwie an der Hand, ja, weil das war halt irgendwie so ein Exempel, was man da schön statuiert hat an dem Herrn. Und das zieht sich halt quer durch die Bank, aber ich merke langsam da auch eine Umkehr, dass immer mehr Anwälte, bei den Künstlern fehlt es noch ein bisschen, die sind am schwächsten aufgestellt, was den Schritt nach vorne angeht, also in Österreich zumindest. Da sind da nicht so gut abgesichert, weiß der Künstler halt. Ja, ja. Aber es tut sich einiges. Also Österreich wacht langsam auf, eben ich habe sie ja eingangs schon erwähnt heute. 2021 wird sehr, sehr interessant und spannend werden. Da bin ich unabhängig von den Ausgängen der USA. Der Traugott ist ja da noch sehr, sehr zuversichtlich, dass der Trump das dreht. Ich bin da mittlerweile zwiegespalten. Moment, Manuel, der Trump dreht es nicht. Militär, ja. Ja, ja. Nicht eine Marionette wie Biden, wie alle auch. Das ist ich sehe darin eine göttliche Intervention. Und es ist so, dass die von Menschen umgesetzt wird. Und die Menschen sind unvollkommen. Es heißt, es kann hier oder da was schief gehen. Aber insgesamt habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass dieser Prozess von den Lichtkräften gewonnen werden wird. Null Zweifel. Wir wissen nur nicht, wie der Weg dahin geht. Es kann sogar sein, dass Biden Präsident werden wird, obwohl ich das eigentlich für sehr gefährlich halte, weil dann könnte er in der ersten Zeit schon viele Gesetzesvorlagen unterschreiben und viel rückgängig machen von dem, was Trump gemacht hat. Ich schließe es aber dennoch nicht aus. Übrigens, es wurde jetzt ein Impeachment-Verfahren eingeleitet gegen Biden. Ich weiß, ja. Ja, dafür muss er erstmal Präsident werden.
Ja, es ist aber schon vorbereitet, dass direkt nach der Inauguration am nächsten Tag 8 Uhr schon das alles vorbereitet ist und seinen Lauf nehmen kann. Also sind hinter den Kulissen sind irrsinnige Machtkämpfe, das ist mein Eindruck. Nee, das aber da kämpft meines Erachtens kämpft eine verdorbene Dynastie gegen die andere oder mehrere oder wie auch immer. Und da wenn wir nicht am Ende sozusagen diesen Plan durchkreuzen, wer auch immer ihn gemacht hat, was auch immer, ich traue denen einfach nicht. Wir müssen einfach diesen Staffelstab für uns abnehmen. Die sollen, wenn diese Arbeit erledigt wird, dann sollen sie das machen. Und wenn nicht, dann erledigen wir das. Ganz klar. Ich bin jemand, der für sich entschieden hat, ich werde nicht in diese Knechtschaft mit meiner Familie gehen, werde alles tun und wenn ich mein Leben lasse dafür. Das sage ich schon lange, dass Männer lange ihr Ding machen können, aber da müssen wir unseren Mann stehen. Wir werden uns vor unsere Familien stellen müssen und bis zum Äußersten gehen. Ganz einfach. Aber dazu müssen die sich erstmal wagen, überhaupt bei uns vor die Tür zu kommen oder wo auch immer. Ja, bisher gelingt ihnen das ja. Sie kriegen ja nur die ganzen Wahnsinnigen geimpft, die da freiwillig hinmarschieren. Ob die jetzt anfangen, uns alle einzusammeln und zwangs zu impfen und wegzusperren und so, das will ich erstmal sehen. Das werden sie nicht bringen, weil der Widerstand ist jetzt schon zu groß. Und wenn sie dann wirklich Zwangsimpfungen einführen werden, wenn das offiziell wird, bisher ist es ja nur angedeutet, dann kann ich versichern, wird der Widerstand noch wesentlich stärker werden. Und er muss auch stärker werden. Und ich gebe dir vollkommen recht, dann müssen wir kämpfen zur Not bis zum Tod. Gar keine Frage. Aber ja. Gibt es keinen Tod in dem Sinne. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass jetzt reihenweise die Leute aufwachen, wenngleich es vielleicht leider auch nur aufgrund der wirtschaftlichen Lage ist, aber die Leute wachen auf, gehen vermehrt auf die Straßen, haben die Schnauze voll und lassen sich auch nicht diesen RNA-Dreck in ihre Venen drücken. Also das haben die meisten Menschen schon auch kapiert, dass das Zeug, um seriös zu sein, schon mal 10 Jahre Probezeit bräuchte. Also das dass sie das Gebräu aber schon vor 10 Jahren angefangen haben abzumischen, da können wir, glaube ich, auch von ausgehen. Ja, alles schon längst vorbereitet. Ich meine, ja. 201, das ist ja nicht erst kürzlich geschehen, das wurde ja auch schon von... Ich glaube, dass diese ganze, was wir jetzt erleben, das ist nicht auch nicht vor 10 Jahren, das ist schon vor 1000 Jahren beschlossen worden, dass es auf diesen Kulminationspunkt hinzuläuft. Und das haben ja auch schon Leute im 18. Jahrhundert gesagt, irgendwann kommt die neue Weltordnung. Und es wird nicht gelingen, weil Gott ist stärker als Satan. Wobei ich möchte noch was Wesentliches sagen. Ich habe das Gefühl, dass es sein kann, dass alles schon in trockenen Tüchern ist, dass... weil ich weiß, dass verschiedene Figuren schon ausgetauscht worden sind, dass hinter den Kulissen schon sehr viel vorbereitet ist und es kann gut möglich sein, dass auf einmal die Tür aufgeht und wir sehen, boah, da ist schon so viel geregelt und die entsprechenden Leute brauchen nur noch festgenommen zu werden und wir können dann neu aufbauen. Eigenverantwortung ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, wo sich viele immer noch abducken. Langsam wird es mehr, also merke ich auch in meinem Umfeld, wo einige früher doch so noch eine Haltung hatten, ach, ich bin ja nur so ein kleines, armes Würstchen und ich kann ja nichts verändern. Aber langsam werden sich die Menschen schon bewusster, dass sie sehr viel verändern können. Jeder mal in seinem Rahmen und zusammen immer mehr. Und das macht gerade Schule. Und das ist dieser Transformationsprozess, durch den wir jetzt gerade durchschreiten. Auch bedingt durch die Sternenkonstellationen, wie manche sagen. Astrologenzeitalter beginnt jetzt, etc. Xavier, also, das lässt sich, glaube ich, nicht aufhalten. Ja, wie ist der Widerstand in Spanien? Hast du da ein Gefühl dafür oder Wissen darüber? Ehrlich gesagt, so wie ich das sehe, glauben die Leute einfach zu sehr, dass dieses Virus sehr gefährlich ist und dass man sich davor schützen muss. Und die sind einfach bereit, diesen Weg zu gehen, die meisten. Ich sehe kaum Nasen, die aus dem Mundschutz rausragen. Ich sehe kaum Menschen, die versuchen das. Also eher, ich sehe eigentlich, die Oberschicht macht alles, wie es sein soll. Also alle, die so im Anzug rumlaufen, die haben die Maske so fest im Gesicht, die könntest du nicht mal runterreißen. Und so der Normalbürger, die Arbeiter und so, die
die interessiert es eigentlich nicht. Die versuchen natürlich, die Maske irgendwo parat zu haben, dass wenn man von der Polizei kontrolliert wird, dass man sie gleich aufzieht oder so. Aber im Großen und Ganzen sehe ich, da ist Deutschland schon um einiges weiter. Ich glaube, es gibt auch nicht so eine große Aufklärerszene in der Welt, nochmal, also in Amerika vielleicht, die so breit gefächert einfach so in jeder Nische irgendwie die, ja, die Leute ein bisschen abklopft auf Möglichkeit, Bereitschaft, dies, das. Und das sehe ich in Spanien. Ich glaube, ich bin hier in Spanien einer der bestinformiertesten Leute, auch was Spanien angeht, weil die einfach, das geht hier nicht so rum. Es ist sehr, sehr speziell. Die Leute, vielleicht war es auch der Sozialismus, vielleicht war es auch einfach die Vergangenheit, die die Leute so ein bisschen vielleicht noch obrigkeitshöriger gemacht hat, keine Ahnung. Aber es missfällt mir sehr, die Spanier so zu sehen, so entmannt oftmals. Weißt du, so, du siehst die stolzen Spanier und alle haben ständig dieses Ding auf. Wo sind sie dann stolz? Ja, sie sind stolz, weil sie alles richtig machen und weil sie sich vor dem Virus schützen und weil sie da, keine Ahnung, dem Virus keine Chance geben. Aber wenn man sozusagen versucht, hinter diese Sache zu blicken und du fährst durchs spanische Hinterland und du siehst, die Alten sitzen 2 Meter Abstand auf diesen Banken, auf den Bänken voneinander weg und alle haben Masken an, bis ins, was weiß ich, da ist kein Mensch irgendwie, das sind Dörfer, da lebt kaum jemand und alle haben die Maske an. Also, und auch im Hochsommer, bei fast 50 Grad hatte jeder die Maske. So, das Wichtigste ist... Draußen auch vor allem, immer, die ganze Zeit. Ja. Du bist irgendwo einkaufen und bist total fertig, verschwitzt. Du willst rausgehen und willst eigentlich das Erste, was du machen willst, ist dir die Maske vom Gesicht reißen. Aber du darfst es gar nicht. Du gehst auch raus und musst die Maske aufnehmen. Ja, jetzt sogar Fahrradfahrer. Und das ist so ein Irrsinn. Nur das Wichtigste scheint tatsächlich zu sein, endlich die Macht der Massenmedien zu brechen, dass wir dieses gigantische Lügenkonstrukt aufbrechen. Das ist für mich dringend. An erster Stelle steht das sogar. Also parallel natürlich wollen wir andere Leute schützen, dass sie sich nicht impfen lassen. Das fängt eigentlich an mit individuellem Widerstand, dass ich sage, okay, auch wenn ich Schwierigkeiten bekomme, ich zahle keine GEZ, ich bezahle ja meine eigene Verarschung und letztlich auch meine eigene Vergiftung. Das ist ja Irrsinn, Leute, die sowas machen. Ich verstehe sie nicht. Nur weil sie Angst haben, dass dann irgendwie ein Gerichtsvollzieher kommt und sagt, du, na, zur Not gebe ich ihm dann 5 Euro, bin dann zahlungswillig und fertig. Aber das kriegen die auf diese Lebenseinstellung kommt man eben nicht gerade mal so. Das muss über Jahre gefruchtet sein, um diesen Mut jetzt zu haben. Sonst ist man einfach ein unter dem sozialen Druck geprägter Mensch, der nicht ausbrechen kann, weil man noch nicht lange genug überlegt hat, was macht man, wenn es denn so weit kommt. Ich überlege mir seit 15, 20 Jahren, was ich mache, wenn es so weit kommt. Falls ich es geschafft habe, dies, das, ich habe mir da ständig drüber Gedanken gemacht, weil ich einfach gedacht habe, so wie ich mein Leben lebe, werde ich irgendwann clashen mit dem System. Ja, aber wenn ich den Mut nicht jetzt habe, wann denn dann? Jetzt ist er gebraucht. Jetzt in dieser Sekunde ist der Mut angesagt. Und nicht natürlich, aber das ist natürlich nicht so, das ist ja oftmals so ein bisschen plump, ein bisschen daneben gegriffen, ein bisschen schlecht fokussiert. Also das ist natürlich alles okay, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, die Leute hätten sich meine Musik angehört und wenn vorbereitet in diese Zeit reingegangen, verstehst du? Jetzt aufzuwachen, fühlt sich für mich sehr kopflos an, was viele Menschen, die sich jetzt auch aufgewacht nennen, was sie dann trotzdem tun, weißt du so? Da fehlt mir die Ruhe, da fehlt mir die Gelassenheit, da fehlt mir der Humor auch. Ja. Teilweise recht, also das stimmt schon, ja. Natürlich die Menschen, die jetzt aufwachen, haben natürlich nicht den Wissensstand, den jetzt ein Traugott, du oder ich habe, der sich seit 20, 30 Jahren mit dem oder dem ein Thema intensiver beschäftigt hat und von allem halt ein bisschen was weiß, ja. Von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Das wird eine riesen Herausforderung sein, diese Menschen, die jetzt aufwachen, die erkennen da das System so, wie es jetzt war, mit Partys, also Parteien, Spaltung etc., das hat eigentlich keine Zukunft. Das hat sich aber noch nicht so rumgesprochen. Alle wollen Parteien gründen schon wieder. Ja, ich weiß, aber wir in Österreich zum Beispiel verfolgen da eher einen anderen Ansatz, also unsere Demo-Bewegung. Wir wollen direkte Demokratie mit einem Volksparlament. Okay. Das ist ja schon mal was, da kann man schon mal drüber reden. Ich versuche natürlich, habe schon über die Jahre versucht, auch
Alternativen vorzuschlagen. Ich finde, wir brauchen mal locker 3-4 Jahre, um uns mal klar zu werden, wer sind wir, was können wir, wo wollen wir hin, was ist passiert. Ja, also das ganze Ding mal zu beackern, uns mal die ganzen Optionen auf den Tisch zu bringen und alle zu hören. Das wird ein bisschen Zeit brauchen. Und deswegen habe ich auch immer den Libertarismus als Übergang gesehen, weil man da einfach eine Möglichkeit hätte, dass wenigstens mal jeder in Ruhe gelassen wird und sich sammeln kann und wir vielleicht Angebote haben, um die Leute auf den Stand eines Souveräns zu bringen, da tatsächlich über den Dingen schweben zu können, auf die Dinge herunterzublicken und sich mit der Adlerperspektive erstmal zu befassen, was ist mit was verbunden und muss ich mich da so reinsteigern, dies, das, was ist mit Deutschland passiert, was hat man uns angetan in den letzten 100 Jahren, ja? Wem müssen wir in unserer eigenen Familie vergeben? Kommen wir damit überhaupt klar? Also da wird ja, wenn das, was der Traugott sagt, jetzt wirklich passiert, boah, alleine die Tränen, die fließen werden, weil wir so vielen Menschen Unrecht getan haben über Jahrzehnte hinweg, das ist schon heftig. Ja, das wird für viele sehr beschämend. Das fängt an von denen, die hinterm Vorhang stehen und andere verpfeifen, weil sie einen Kindergeburtstag feiern und dann die Polizei auf einmal die Bude stürmt. Ne? Also das ist ja für mich schon der Gipfel der Perversion. Da gibt es keine Worte mehr dafür. Nee. Wir haben eingangs drüber geredet und geht weiter über die ganzen Berufe. Die Ärzte, weißt du, wenn ich als Arzt weiß, es gibt so viele Untersuchungen, dass eine Maske kontraproduktiv ist und trotzdem keine Attestausstelle. Das ist kein Arzt für mich. Richter, die Unrecht sprechen, ist kein Richter. Polizisten, die draufknüppeln, die sind charakterlich dermaßen ungeeignet für diesen Beruf. Weg. Ganz zu schweigen von den Politikern. Und du, Savi, du hast gesagt, wir sollten von oben aus der Vogelperspektive drauf schauen. Aber wer hat denn die Muße? Die werden doch alle im Hamsterrad gehalten. Schon allein durch die permanente Regeländerung. In dem einen Bundesland geht das geht dem anderen nicht. Und dann fängt das hier an und dort später. Und dann und in Berlin, Präsenzschule dann doch nicht und hin und her. Die Leute werden ja wirklich durch den Fleischwolf gedreht. Die werden ja völlig bekloppt mit der Zeit, wenn das noch so ein paar Monate weitergeht, wenn sie es nicht schon sind. Ja. Die Muße haben die nicht, jetzt die Situation so ganz entspannt und relaxed, wie du aus Spanien, zu beurteilen. Die stecken. Das meine ich ja, deswegen sage ich ja, wie willst du diese Organisation und diese Ruhe reinbringen und die Wut rausnehmen und gestärkt in das gehen, was kommt? Ohne sozusagen, wenn wir jetzt ablehnen wollen, die Führung, die uns da angeboten wird, ja, was machen wir denn da? Deswegen sage ich ja, wir müssen natürlich, die Spaltung muss raus, wir müssen uns umarmen lernen und dann müssen wir wirklich darauf aufbauen, uns zuzuhören, diese ganzen Verkrustungen aufzubrechen und uns diese Zeit zu geben und trotzdem erfolgreich in dem Land zu sein, in dem wir sind, ja. Da müssen wir uns vernetzen und versuchen, die Stärke, deswegen rede ich so oft von dieser Gründerzeit. Ich bin mir sicher, wir haben die hier, wir haben die Manpower und wir haben alles, was wir brauchen, aber wir sind nicht dementsprechend vernetzt. Und wir sind immer noch, ich sehe das ja, wenn die Querdenker, die von denen sagen, sie wollen die nicht und dies, alles ein bisschen so, ja, aber ich habe die lieber so mit meinen Leuten eher so links oder eher so, die sind. Das mag ich alles nicht. Warum können wir jetzt nicht endlich mal sagen, wie kommt wir, auch wenn sie noch so weit rechts sind oder noch so weit links, doch scheißegal. Wenn die Wahrheit links vergraben ist, dann grabe ich dort. Wenn sie rechts vergraben ist, dann grabe ich das. Mir scheißegal, wo sie ist. Aber ja. Deswegen versuche ich einfach, mit allen zu sprechen und jetzt in dieser Zeit sozusagen von A nach B zu gucken, die Leute kennenzulernen und die verschiedenen Lager zusammenzuführen. So, das ist irrsinnig schwierig. Ich versuche das ja zur Zeit und dann höre ich ja, also das sind so viele Befindlichkeiten. Also nee, wenn der dabei ist, dann komme ich nicht in diese Gruppe. Und ja, das genau. Ja, wir haben nicht den Luxus, dass wir uns sowas jetzt leisten. Genau, ganz. Das habe ich immer gesagt, wenn die Leute den Attila so als Beispiel herannehmen. Ja, sorry, es war gerade kein Deutscher oder was auch immer da, wer auch immer. Wir haben den Luxus nicht zu sagen, na, mit dem Attila, weißt du, wie viel Arbeit er geleistet hat? Der hat so viel Zeug recherchiert. Klar ist er nicht jedermanns Sache, wie er redet und so weiter. Und ich komme mit Sicherheit auch oftmals nicht so rüber, wie ich es gerne hätte oder wie ich mir wünschen würde.
Aber wir haben diesen Luxus nicht, wie du schon sagst, August. Richtig, ich predige das auch seit Wochen. Befindlichkeiten und Egos haben jetzt, gerade jetzt, überhaupt keinen Stellenwert mehr. Ja? Wer das noch immer nicht kapiert hat, der ist auch nicht aufgewacht in meinen Augen. Wer jetzt nicht gekannt hat, worum es geht. Dass es jetzt ums Eingemachte geht und das, was war, drauf geschissen, nach vorne und zusammen. Und jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen und dann sollte man lernen zu akzeptieren, die Menschen nehmen, so wie sie sind, ja, und solange sie positiv und konstruktiv für die Sache sind, ist es mir doch egal, ob der jetzt eher links oder eher rechts oder eher da oder da, so. Und da hakt's total, ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, die eigentliche Lösung, also die, die ich bevorzuge und die ich für richtig erkannt habe, ist nicht nur eine Verbindung im Außen, sondern dass wir uns auch nach innen oder nach oben verbinden oder vernetzen, wie das Rupert Sheldrake gesagt hat. Ich erwähne das sehr oft, einfach weil ich davon überzeugt bin, dass das absolut stimmig ist. Er hat ja die morphogenetischen Felder entdeckt und jede Spezies hat ein artspezifisches Informationsfeld, das jedes einzelne Mitglied dieser Gemeinschaft, jede einzelne Ameise oder Biene steuert. Und wenn jeder auf dieses Informationsfeld hört, dann ist er zur rechten Zeit am richtigen Ort, dann wird er geführt, trifft die entsprechenden Leute und auf einmal greift alles zusammen und es entsteht aus diesem Chaos hier eine natürliche Ordnung oder eine göttliche Ordnung. Und dass diese Bewegung kommt, das wissen auch die negativen Kräfte. Sie wollen aber diese Energie, diese Veränderungsenergie so abzweigen in ihre neue Weltordnung. Und das können wir nur verhindern, indem wir uns mit dem Spirit verbinden, dass wir dann Führung haben, die richtigen Leute treffen und dann sind wir wesentlich stärker. Weil was wir jetzt versuchen, ist mit unserem Kopf Lösungen zu finden. Das ist aber sehr begrenzt, also zumindest mein kleines Spatzenhirn, dass wir dieses Informationsfeld anzapfen. Man kann es Gott nennen, wobei Gott ist mehr als die Summe aller morphogenetischen Felder. Aber für uns Menschen ist ein Feld da, das uns lenkt und leitet, das uns liebt, mit dem wir im Grunde sind wir damit schon verbunden, nur wir nehmen es nicht wahr. Wir sehen es nicht. Aber wenn wir bewusst werden, dass wir diesen göttlichen Kern in uns haben, das ist ja letztlich auch die Herzstimme, die jeder hat, aber die ist völlig, die wird unterdrückt oder die wird überhört. Und dass wir auf unser Herz hören sollen, und weil das ist letztlich die Stimme des Gottes oder des morphogenetischen Feldes, dieser übergeordneten Intelligenz. Und die führt uns dann zum Ziel, dahin, wohin wir wollen. Da habe ich überhaupt. Aber glaubst du, das kannst du so einem, wie soll ich sagen, so einem gestandenen Kfz-Mechaniker oder wer auch immer, da gibt es ja Leute, die wollen von dem esoterischen oder was, Spirits, dies, das, da will das, damit können die nichts anfangen. Die wollen was Handfestes, ja. Also das ist natürlich für uns irgendwie greifbar und machbar, sich nach oben hin zu verbinden und auch zu vernetzen, aber das können wir nicht von allen verlangen, mit Sicherheit, ja, dass oder auch vielleicht von kaum welchen, insofern so weit zu gehen. Deswegen hoffe ich und bin mir eigentlich sicher, dass die wenigen, die das jetzt schon können, reichen müssen. Wir haben ja nicht nur in einem Bienenvolk nur Arbeiterbienen oder nur, es gibt einfach ein paar Bienen, die machen dies, die machen das. Genau. Wenn wir jetzt warten müssen, dass noch sehr, sehr viele in der Lage sind zu verstehen, dass es morphogenetische Felder gibt, auf die wir zugreifen können, den Zugriff zu lernen, wird noch Jahre dauern für die Leute. Ja, es muss jetzt mit den Leuten geschehen, die das schon können. Und da bin ich mir sicher, viele, viele Angriffe zielen nur auf gewisse Persönlichkeiten innerhalb unserer Bewegung ab. Ganz, ganz spezifisch auf uns in der unsichtbaren Welt wie in der sichtbaren Welt. Ja. Weil man weiß, dass manche von uns imstande sind, ganz große Sachen zu leisten. Und das können wir alle, aber nicht alle sind schon bereit. Aber manche von uns, so spüre ich das, sind schon bereit und würden auch diese Kraft auf die Straße bringen. Und deswegen ist sozusagen das Ziel, ist die Meinungsführer platt zu machen, die Meinungsführer innerhalb unserer Bewegung auszuschalten, unglaubwürdig zu machen, was auch immer. Und wenn wir dem widerstehen können, dann glaube ich, ist es nicht wichtig oder nicht unbedingt
notwendig, dass sich jetzt alle in der Wahrheitsbewegung vernetzt haben, sondern eben nur die zusammengeführt wurden. Und viele sind ja schon zusammengeführt worden. Und wenn jetzt kein Lockdown wäre und wir uns tatsächlich auch mal räumlich irgendwo begegnen würden und auch mal und das auch immer wieder tun könnten, dann würde diese Kraft schon ganz anders greifbar sein. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wenn wir ein paar Leute in Deutschland, lassen, das sind vielleicht 50, 60, 70, 80 Leute, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber hinter diesen Leuten stehen ja nochmal Menschen, die gerade aufwachen, die merken, es passiert irgendwas, was mir nicht gefällt, die sich orientieren. Und wenn die Leute mutig genug sind, die diese Kraft schon in sich verspüren, dann müssen wir nicht warten, bis noch zigtausende Millionen wach werden und sich da irgendwie vorgekämpft haben und jetzt bereit sind mit dem Schwert in der Hand, sondern dann haben wir vielleicht schon die Hälfte erlebt. 300 von uns können vielleicht tatsächlich 300.000 platt machen. Wir wissen es nicht, weil wir es noch nicht versucht haben. Ja, aber wir sind auf dem richtigen Wege, das fühle ich. Das fühle ich auch, weil sonst würden wir jetzt gar nicht dieses Gespräch führen. Ganz, ganz genau. Deswegen finde ich das ein sehr wichtiges Gespräch, dass die das hören, vielleicht mal darüber nachdenken, wie das ist, sich zu öffnen, auf sein Herz, auf die Herzensstimme zu hören und dadurch Kontakt zum morphischen Feld zu bekommen und dann einfach mal sich hinsetzen und was soll ich tun? Was ist meine Aufgabe im Leben? Es gab so ein altes Poster von Frank Zappa, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das, der sitzt auf der Toilette, hat eine Klorolle in der Hand und schaut die an und sagt, what's my role in the hole? Was ist meine Rolle in dem Ganzen? Ne? Und da sollte sich jeder fragen, weil daher kommt ja auch das Wort Beruf, das kommt von Berufung, dafür bist du bestimmt. Wie du gesagt hast, nicht jede Biene hat die gleiche Aufgabe, da gibt es Arbeiterbienen, Nahrungssucherbienen, auch Soldatenbienen, wenn da irgendwas anderes ankommt, dann gehen die dagegen vor und so weiter, Königinnen und Könige und so weiter. Und das ist das Beste, nicht nur für das Individuum, sondern auch für das Kollektiv. Das heißt, ja, das heißt, diesen Weg zu gehen, bringt einem zuerst mal selber was. Ne? Mhm. Und wir fühlen, dass es richtig ist, wenn es uns Freude macht. Das, was wir tun, muss uns Freude machen. Dein Ding ist es zum Beispiel, sagen wir, Musik zu machen. Das ist dein Ding, da gehst du drin auf. Ja? Und damit, mit diesem Medium, kannst du Informationen transportieren. Von Manuel ist es, er macht gerne Videos und Technik hin und her. Er benutzt diese Fähigkeit, die Bewegung zu unterstützen. Ich kann gut schreiben, ich mache das auf diesem Weg. Und jeder kann was dazu beitragen, egal wo er steht. Jeder kann was zum Ziel beitragen. Ich bin sicher, selbst die Müllabfuhr auf irgendeinem Weg kann da was machen. Zumindest mit dem Kumpel reden oder was weiß ich. Ja? Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Und wenn jeder das macht, dann werden wir sehr schnell auch im Äußeren eine Veränderung zum Guten hin erkennen, zum Lichtvollen. Ich meine, es wird sowieso kommen, da bin ich überzeugt. Nur, wenn wir das machen, können wir das Leiden verkürzen. Und das ist sehr wichtig, allein der Kinder wegen. Ja. Das, gut, das war auch immer, die Kinder, das war auch immer sozusagen mein Motor zu sagen, okay, ich werde auch Dinge riskieren, weil ich lieber mit nichts leben würde, als so in mein hohes Alter oder irgendwie meine Tage zu bestreiten, wissen, dass diese Kinder tagtäglich diese Qualen erleiden müssen und wir irgendwie, die wissen, da nicht wirklich was dagegen tun. Ich wusste zwar auch immer, dass es jetzt nicht von heute auf morgen passieren wird, aber ich habe immer gewusst, ich werde es in meinem ganzen Leben immer auf der Agenda haben. Mhm. Vor allem, ich möchte nicht auf meinem Sterbebett liegen und dann mir vorwerfen müssen, oh, da gab es was, was ich hätte tun können und habe es nicht getan. Ich glaube, das muss einer der schlimmsten Momente sein überhaupt, oder? Wenn du da dabei bist, dich zu verabschieden und du weißt, du hättest da noch so viele Dinge gehabt und du hast sie nicht getan. Ich glaube, das ist ein Albtraum. Der erdrückendste Moment in deinem Leben wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja. Glaube ich auch, ja. Aber Kinder, gutes Stichwort. Ich meine, ich habe da auch viel in diesen ganz, ganz, ganz üblen Sumpf rumgeforscht. Möchte jetzt meine treuen Zuschauer wissen, dass ich musste sich alles wiederholen, aber das holt einen halt ziemlich runter. Und das ist ein Thema, was halt so stark präsent ist und sich so durch unsere elitären Kreise zieht und es ist so überpräsent. Ja, also sei es in Kinderheimen, sei es in der Kirche, sei es anderswo. Und das ist so, jeder weiß es, aber es ist halt so schmerzhaft, dass da keiner hinschauen will. Und das macht mich so fassungslos.
Ja, ich glaube, das ist so tief in uns angelegt, das Wegschauen bei so etwas. Mhm. Ich glaube, in allen Familien haben Mütter diese Dinge erlebt. Vielleicht nicht jede Mutter, nicht jede Frau mit Sicherheit, aber dass das in uns angelegt ist, diese Angst vor dass dir in deiner Familie jemand was antun kann, dass Kinder vergewaltigt werden innerhalb der eigenen Familie. Das ist, glaube ich, in jeder Familie irgendwo wahrscheinlich zu spüren. Und mal mehr, mal weniger. Manchmal, meine Mutter hat mir zum Beispiel erzählt, gewisse Dinge, dass sie sich vor manchen Onkeln in Sicherheit bringen musste und so Zeug. Ich hatte meine eigenen Erfahrungen als Kind eben mit dem Gärtner meiner Tante in Südafrika. Und so hat man die Möglichkeit, entlang seines Lebens, glaube ich, ein Fenster aufzumachen und sich und das zu betrachten und sich selbst dafür zu entscheiden, dass man da weiterhin hinschaut. Oder man ist so sehr mitgenommen, auch mit den Ereignissen in der eigenen Familie, die man vielleicht nicht selbst erlebt hat, aber die trotzdem da drin schwelen, dass man es eben nie fertig bringt. Dass man als Frau vielleicht sogar noch irgendwie mithilft oder dass man Dinge ermöglicht, ja, weil man einfach gebannt ist oder einfach keine Schlüssel, keine Möglichkeiten hat, diese Dinge zu beenden. Also dass das sehr, sehr tief in unserer Gesellschaft verankert ist, ist das eine. Wenn jetzt aber Dinge rauskommen, die von denen wir sagen, okay, das haben wir nicht gewusst, ich glaube, dann werden wir uns sehr, sehr, sehr schockiert sehen, wo das alles stattgefunden hat. Weil ich glaube, jetzt können wir uns gewisse Sachen vorstellen. Du hast Kirche gesagt, aber was ist noch alles, dass es bis in unsere Lebensmittel seinen Weg gefunden hat? Und noch weiter wahrscheinlich, dass vielleicht sogar gewisse Erfindungen, mit denen wir tagtäglich arbeiten, durch Rituale aus irgendwelchen dämonischen Ecken gekommen ist, weil irgendwelche Wahnsinnigen da Kinder geopfert haben und dann kommt irgendetwas zurück aus dieser dunklen Seite und wir arbeiten tagtäglich damit. Damit muss ich sagen, wahrscheinlich sind wir alle über die Jahre Kannibalen gemacht worden, weil man uns damit reinziehen wollte, die ganze Menschheit, in dieses dunkle Loch, was die sich da gegraben haben. Und wenn wir es machen, dann machen wir euch auch alle dazu. Keiner ist frei von diesem ganzen Wahnsinn mehr. Wir sind alle verseucht. Schon wieder ist all unser Fleisch verdorben. Ja, wir sind alle mit da reingezogen worden. Die Vergebung ist unendlich, die stattfinden muss, um uns aufs nächste Level zu heben. Da gebe ich dir recht, ja. Das beginnt, also ich bin ein Tierschützer, ich bin zwar kein Veganer oder Vegetarier, ich esse schon gern Fleisch, also da fängt es mal an, aber ich kann zum Beispiel Menschen nicht verstehen, die Kalbfleisch, also Tierbabys essen, ja, das ist für mich schon so der Gedanke alleine, ja, wo ich dann mir denke, irgendwie schräg, ja. Trotzdem gönne ich mir ein gutes Fleisch, wenn ich weiß, das Tier hatte einigermaßen gutes Leben. Ich meine, ganz sicher kann man sich nie sein, wenn du nicht da irgendwo am Land lebst und selber den Bauern kennst, der das Tier geschlachtet hat. Aber was da in sämtlichen Bereichen schief läuft, sei es in der Fleischindustrie, Medizin, Pharma, Energiesektor, wir haben so viele Felder, die ganze Hanfprohibition, ja, so viele Baustellen, die da zu öffnen sind und die noch zu beackern sind. Wo ich aber positiv bin, dass sich das langsam lösen wird alles. Und das ist jetzt der Zeitpunkt. Jetzt ist die Zeit, in die Tat überzugehen. Weil ja, wir nochmal zurück auf Wir reden seit 5 Jahren, also in diesem Trufa-Movement, über die Symptome und Problematiken, komme ich manchmal schon wie in so einem Leierkasten, ja, wie so eine Spirale vor. Man dreht sich im Kreis, man weiß alles, aber keiner will dann irgendwie mal in die Tat übergehen oder Ideen entwickeln, was man wirklich ändern könnte. Gut, auch bei uns wird ja jeden Tag ein neues Auge drauf getrieben, ja, irgendwo. Ja. Es ist, wie soll ich sagen, ich wollte noch auf irgendwas Bezug nehmen, was der Traugott vorhin gesagt hat, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir uns trauen, zusammenzukommen, was natürlich derzeit nicht so einfach ist.
Aber ich habe ja schon vor 2 Jahren den Traugott getroffen, habe gewusst, okay, das ist eigentlich ein toller Kerl, ich möchte gerne mit dem mehr machen. Hat dann nicht geklappt, irgendwie, es kam ja immer eins noch dazu, aber diese Bereitschaft, die ich jetzt sehe von so vielen von uns miteinander was zu tun, das ist mir viel wichtiger, als dass jetzt Millionen von Menschen auf die Straße gehen. Weil dieses Millionen von Menschen auf die Straße gehen, das birgt auch immer die Gefahr, dass da Dinge passieren, die Menschenleben kosten. Ja? Und wenn wir intelligent genug sind und es schlau genug angehen, dann können wir das sogar vom Sofa zu Hause aus regeln. Ja, also das ist zwar jetzt, hört sich jetzt bekloppt an, aber ich denke, wir sind so medial geschult, viele von uns mittlerweile, kommen aus dem Business und wissen, wie wir deren Waffen gegen sie verwenden, ob es vor Gericht ist, im Fernsehen, wo auch immer. Ich persönlich fühle mich in der Lage, egal wo es mich hinverschlagen hätte, jetzt, ob es bei DSDS war oder wo auch immer, ich hätte immer, ob das bei Sing Mein Song, da habe ich schon als Sing Mein Song noch gar nicht im Kasten, habe ich gewusst, irgendwann muss ich den Samy Deluxe einladen, um einen Song von ihm zu singen, weil ich weiß, das wird eine Welle der Emotionen durchs Volk schicken, ja, weil ich weiß, du kannst in jeder Kackbratze, in jeder Butze kannst du irgendwas tun, was die Dinge positiv verändern kann. Und ich denke, dass wenn wir jetzt noch ein paar Leute haben, die da, wie den Wedel Wendler zum Beispiel, oder vielleicht noch jemand, noch ein, zwei Leute, die innerhalb dieser TV-Welt oder dieser Unterhaltungswelt den Ausbruch wagen, dann ist schon viel, viel, viel erreicht. Deswegen haben die ja so Schiss, dass die nicht bei Spur bleiben, auf Spur sind. Ja, ganz genau. Solche Leute, die sehr bekannt sind in der Musikindustrie, das war ja der Grund, warum man Michael Jackson, der hat ja nicht nur Millionen, der hat ja Milliarden erreicht. Was passiert denn, wenn der auf einmal die Wahrheit erfährt? Das können die nicht zulassen, der muss weg. John Lennon, Bob Marley, die Liste ist lang, von Ich denen. glaube aber, Traugott, ich glaube, dass sie tatsächlich immer nur die Leute rausnehmen können aus dem Game, die sich irgendwo mal mit ihnen ins, sogar bei Bob Marley muss ich sagen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er sauber war, so wie ich mir das wünschen würde. Also auch viele meiner alten Heroen sehe ich mittlerweile in einem anderen Licht und der CIA war überall. Ja, der CIA hat alle möglichen Leute umgedreht und wir werden noch, glaube ich, ganz schön uns wundern, wer alles eine CIA-Nummer gehabt hat. Und wie gesagt, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde und jetzt brauchen wir, und jetzt komme ich auf das, was ich vorhin sagen wollte. Ich glaube, dieser große Katalysator, wenn wir es nicht selber reißen, ist tatsächlich diese göttliche Intervention. Etwas, das die ganze Menschheit bezeugen kann und dementsprechend eine Entscheidung zur Souveränität treffen kann, weil man einfach weiß, okay, wir haben jemand, auf den wir uns verlassen können, wie wir es vorher noch nie gewusst haben. Also dass das hier eine Schöpfung ist und dass wir gewollte Kreaturen innerhalb dieser Schöpfung sind, das, glaube ich, könnte schon vielen Menschen helfen zu verstehen, dass es nicht das Ende sein kann hier. Da muss ich dir absolut zustimmen. Das ist eine göttliche Intervention. Je nachdem, wie sie umgesetzt wird, geht es schneller oder dauert länger. Jeder kann mithelfen, jeder kann an diesem großen Werk mithelfen. So bezeichnen es übrigens auch die Logen auch, unser großes Werk, nur für die ist es die neue versklavende Weltordnung. Und es geht nicht ohne Gott oder ohne Führung. Wir sind ja viel zu begrenzt in unserem Kopf. Die Sinne sind ja so begrenzt. Wir hören in den Bässen, da geht es schon unter 19 Hertz, hören wir das nicht mehr. Das können wir dann eher noch fühlen. Bei den Höhen ab einer gewissen Frequenz, ich weiß nicht, ich glaube 120.000, hört es nur noch die Hunde. Und so ist es mit unseren Augen. Die Schöpfung ist viel breiter. Da sind die feinstofflichen Ebenen, die wir zwar theoretisch schon errechnen können und von denen ich auch weiß, dass sie existieren, aber wir können sie nicht wahrnehmen. Das ist eine gigantische Schöpfung und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Ebene hier, die so wichtig ist, weil sie ist im Zentrum ist die dichteste Ebene, da wird nicht zugelassen werden, dass hier alles kaputt gemacht wird. Ich kann mir wohl vorstellen, dass es eine Zeitlinienspaltung geben wird. Die fühle ich sogar, dass es in zwei Richtungen gibt, weil es wird ein kleiner Prozentsatz geben, der ist nicht aufweckbar und der wird die Erfahrung machen, als Sklave irgendwo zu dienen. Und wir haben nicht das Recht,
den von seiner freien Willensentscheidung, von seiner Eigenverantwortung abzuhalten. Und diese Leute sind dann für diese neue Zeit verloren. Und ich glaube, Q hat, oder ich weiß nicht, wer hat es gesagt, es sind ungefähr so um die 5%, die nicht rüber in die neue Zeit kommen. Ja, es werden einige auch nicht drüber kommen, weil die halt auch nicht loslassen können oder wollen, ja, an dem Alten. Ja. Aber um die, ja, wenn sie da in ihrer Versklavung leben wollen, dann sollen sie, das ist ihr freier Wille dann, ja. Ja, vielleicht brauchen sie die Erfahrung und das müssen wir respektieren. Genau, so sehe ich das. Dann sind wir ja der Diktator, der sagt, nee, du darfst nicht, du musst jetzt zu uns. Es wird genau, bei wenn wir sehr, sehr gefordert sein, nicht gerade einfach nach dieser sogenannten Revolution alles auf den Kopf zu stellen und dann geht der ganze Kack schon wieder von vorne los. Also da müssen wir hellwach sein. Mhm. Ja, es wird ja nicht mehr von vorne losgehen, weil da ist eine andere Schwingung, selbst vom Erdmagnetfeld, von der Schumann-Frequenz, das wird eine Schwingungserhöhung, die das Negative, auch das negative Feinstoffliche, nicht mehr so einfach reinlassen wird, wenn überhaupt. Davon gehe ich aus. Aber gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Also jetzt sehen wir alle schon diesen Wandel kommen, ja, rein spirituell, menschlich, energetisch, auf sämtlichen Ebenen. Jetzt haben wir aber ja jede Nation, jedes Land ja noch eigene Grundvoraussetzungen. Die Deutschen mit ihrem super Besatzungsstatut, wir Österreicher, wir sind so halb neutral. Ich meine, neutral sind wir alles mit EU-Beitritt nicht mehr, aber wir haben noch von unserer Geschichte her mit Russland noch diese Connection. Ihr seid rein amerikanisch besetzt. Und jedes Land hat also seine eigenen Grundlevel, wo wir beginnen. Wir haben das letztes Mal in einer meiner Sendungen besprochen. Und was es, glaube ich, bräuchte, wären jetzt, weil der Gegner hat das ja auch, Denkfabriken. Und wir haben überhaupt keine Denkfabriken in dem Sinne, wo sich gute Geister, weise Geister zusammentun und Konzepte erarbeiten. Ja? Richter aus sämtlichen Bereichen, Ärzteschaft, Künstler, Journalisten, whatsoever, ja? Um eben da wirklich einen Plan zu arbeiten. Das Forum müssen wir uns eben schaffen. Ja? Also ich hab schon immer das Gefühl gehabt, dass ich ab einem gewissen Alter eher so ein Gastgeber sein werde und Dinge versuche zu ermöglichen. Ja? Also das habe ich ja bei Sing Mein Song oder wo auch immer, wo man keine Moderatoren und keine Leute findet, die so eine Show machen können, weil die wenigstens sich so unterordnen können und ich das einfach kann und habe dann auch gar kein Problem habe, denke ich, dass ich auch da, deswegen habe ich ja auch einen Kanal, so einen Arbeitskanal bei Telegram, der nennt sich Xavier Naidoo, der Vereiniger. Also Xavier, der Vereiniger. Das ist so meine Traumrolle, die ich gerne einnehmen würde, um von links nach rechts, von oben nach unten zu sagen, kommt gemeinsam, wird es hier viel, viel mehr Spaß machen, als jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und wenn jemand sein eigenes Süppchen kochen will, auch geil, ich probiere dann auch mal. Es gibt eine Frage an dich, und zwar, wenn es passt, soll ich dich fragen, warum so ein Song Eat You Alive, I'm Coming Closer to Take Your Soul von Xavier, warum Infinity auf deinem Cover? Erstens mal ist es ein Zeichen, dass ich schon als Kind, ich habe überall immer meine, also X, als Kind habe ich natürlich alles gesehen, was ein X abgibt, zum einen. Und ich bin schon lange der Meinung, dass man alle Symbole, die irgendwie negativ belastet sind, eigentlich sich zurücknehmen sollte. Auch Worte von Heil bis, was weiß ich, wunderschönes Wort, das deutsche Wort Heil, warum man das nicht mehr benutzen darf oder soll, das erschließt sich mir nicht. Und auch viele andere Dinge und zum Beispiel auch so eben Zeichen und Symbole, von denen ich weiß, die andere Seite benutzt die für ihre Zwecke. Die entreiße ich denen. Ich mache da mein eigenes. Ich bewerte, ich fühle das mit meinem eigenen, wie soll ich sagen, mit meiner eigenen Bestimmung oder mit dem, was ich da hineindeute. Und ich habe schon immer keine Angst davor gehabt, Symbole oder auch Söhne Mannheims Abkürzung ist SM. Das hat mich auch nie gestört. Ich habe gedacht, dann ist das halt in Zukunft nicht mehr SM, sondern Söhne Mannheims. Also ich lasse mir ungerne Dinge wegnehmen von der anderen Seite, die ich mir dann nicht irgendwann wieder zurückhole. Und so war das eben mit solchen Zeichen oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel Songs schreibe. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Songs, die kann eigentlich niemand verstehen, außer ich.
klar kann jemand was damit anfangen und was da fühlen und so, aber es gibt eben auch Lieder, die schreibe ich mit einem ganz klaren Ziel, in der geistigen Welt etwas auszurichten. Manchmal eben auch Krieg mit gewissen Entitäten einzugehen, gewissen Entitäten die Verbindung nach oben abzuschneiden. Und da habe ich natürlich auch Lieder, wie zum Beispiel fast alle Lieder da ist ja der Titel schon so gewählt, das ist nennt sich Mordsmusik. Und da gehe ich mit diesen Entitäten eben ins Gericht und versuche anhand der Schwingungen, anhand der Musik, anhand der Worte, die ich da sage, mit ihnen dieses Gefecht zu führen. Das ist echt schwer erklären. Ja, es ist eine Sache des Momentes und eine Sache des Empfindens, während man diese Sachen tut. Und dann zu hoffen, dass wenn diese Musik irgendwo ertönt, dass sie in der feinstofflichen Welt vielleicht etwas ausrichten kann. So jetzt mal kurz in meinen Kopf zu gucken. Und Songs wie Eat You Alive oder ähnliche brutale Songs, die auf diesem Album sind, die haben natürlich damit zu tun, dass ich deren Praktiken kenne und sie einfach innerhalb dieses Songs auf sie selber anwende und ich mir dann, nennen wir es Alter Ego, erschaffen habe, wo ich eben diese Wut und diese Blutrünstigkeit, die da in mir wohnt, weil ich weiß, was die tun, und ich dann einfach, klar, ich werde nicht im echten Leben ein Massaker anrichten, aber in dieser geistigen Welt, da schwinge ich mein Schwert und da spritzt Blut und da rollen die Köpfe, weil da fühle ich mich tatsächlich zu Hause und da bin ich unbesiegbar. Mhm. Ja, ich glaube, das ist bei vielen Künstlern. Ja. Unser Hansi Hölzel, der Falco, sagte auch sicher was. Er ist ein deutschsprachiger Rapper, der war ja auch so eine Persönlichkeit, der da sehr viel. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, bei den meisten Künstlern der Ansatz. Ja. Wie das dann beim Sender, Empfänger, das sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe, aber jeder. Absolut. Du musst einfach auch bereit sein zu sagen, was der Empfänger jetzt empfindet oder versteht, das ist sonst nicht Kunst. Schneidest du etwas, wo du denkst, okay, die wollen das so haben oder so. Nein, es muss brutal sein, wie es ist. Ich traue mich manchmal nicht mal, grammatikalische Fehler zu beheben, weil ich sie einfach so geschrieben oder so gefunden habe. Dann sage ich, wenn ich das jetzt behebe, dann ist irgendwas, vielleicht soll es so sein. Ich habe keine Ahnung. Ich kann da nicht nochmal dran gehen jetzt. Und was ich sehr hoch einschätze in der Kraft der Veränderung, sind diese künstlerischen Momente, die in dem Moment, in dem sie entstehen, etwas in dir auslösen, wo du denkst, ja, das ist es, das ist mein Schlachtsong, verstehst du, damit macht mich keiner platt. Und diese Momente muss ich einfach ausleben. Und da habe ich auch keine Barriere in dem Fall, wo ich sage, okay, wenn der Song jetzt so kommt, entweder ich bringe ihn raus oder ich bringe ihn nicht raus. Aber ich werde ihn nicht verändern, um irgendwie was. Das habe ich ganz, ganz selten gemacht. Bei Marionetten habe ich es einmal gemacht, etwas im Nachhinein zu verändern, weil Leute gesagt haben, das kannst du so nicht. Das war jetzt meine nächste Frage. Inwieweit habt ihr euch mit den Söhnen oder du, die als Solokünstler von einem Major Hansel reinquatschen lassen? Hatten wir nie. Wir waren immer. Konnte immer mehr oder weniger machen, was ich habe. Der Einzige, mit dem ich mich da verständigen musste früher, war der Moses. Und ansonsten war nur mein eigenes Gewissen und mein eigenes Empfinden da die Maßgabe. Klar, hat man sich bei den Söhnen über Dinge schon unterhalten, wenn es sein musste, aber im Großen und Ganzen hat man da die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und war bereit, die Dinge so zu präsentieren, wie sie halt passiert sind. Also ansonsten bin ich irgendwie nicht der Künstler, sondern dann bin ich irgendwie ein Interpret oder jemand, irgendein Gärtner, der den Garten so macht, wie jemand ihn haben möchte. Aber dann bist du nicht mehr derjenige, der vielleicht auch sich selbst zum Nachdenken anregt oder sich selbst überrascht. Oder ich weiß nicht, wenn man diese Dinge nicht so zulässt, wie sie passieren, Dann ist es nicht mehr so rein. Aber wie siehst du denn so Entschuldigung, Traugott, so Castingshows wie DSDS, wo dann einfach von der Industrie irgendwelche Sänger verheizt werden, sage ich sie mal, ja, für ein Album-Hit. Wie siehst du das?
Ich sehe das da, das sehe ich, wie soll ich sagen, als jemand, der auch Unterhaltung konsumiert und jemand, der Unterhaltung oder lange Zeit eben auch sich als Entertainer gesehen hat und auch gedacht hat, okay, ich muss wissen, wie das funktioniert, ich muss wissen, wie die Show machen, ich muss wissen, warum das so erfolgreich ist. Da hat auch irgendwie der Unternehmer aus mir gesprochen und ich wollte immer wissen, warum ist das erfolgreich, wie geht das, warum kann man gewisse Dinge nicht machen im Fernsehen und so. Und natürlich wollte ich entlang des Weges auch wissen, warum DSDS so erfolgreich ist und warum ich das auch gerne gucke, weil ich natürlich immer interessiert bin, wie singen die Leute. Seit meiner Kindheit oder seit jüngsten Jahren will ich wissen, wie sie singen die Leute, auf welchem Stand ist der Rhythmus, auf welchem Stand ist die Tonalität, dies, das, wie klingen die Stimmen, ist es amerikanisiert, klingt man deutsch, dies, das. Und da ist natürlich DSDS und alle Formate, die es da immer gegeben hat, war natürlich für mich, das habe ich verzehrt, weil ich habe einfach Leute gehört, die gesungen haben. Und es gibt einfach immer, alle 100 gibt es einen Rohdiamant, kann man sagen. Also du wirst 100 Mal wahrscheinlich irgendwie in die Röhre gucken, aber es gibt immer einen, an jedem Tag gibt es vielleicht einen, wo du sagst, dein Herz geht auf. Das ist jemand, der in seiner Region oder wo auch immer vielleicht findet er etwas, schürft in sich und fördert etwas zutage, dass Deutschland die deutsche Sprache, die deutsche Musik weiterbringen kann. Ich gehe immer davon aus, irgendjemand kann das System knacken. Ob das das DSDS-System ist, ob das ein Sportsystem ist, was auch immer. Irgendeiner kann es knacken und es für sich zunutze machen. Und ich bin immer der Meinung, dass wenn ich an sowas teilnehme, ich mir dann auch immer einen Weg suche und finde, um da etwas zu finden, wo ich sage, das bringt auch mich weiter, das bringt mein Umfeld weiter, das bringt vielleicht bestenfalls vielleicht sogar Deutschland weiter auf eine gewisse Art und Weise oder es bringt Herz rein, es bringt Seele rein irgendwo. Ich habe immer wieder Konzepte gelesen von TV-Sendern und so, wo ich dachte, okay, das, was ihr jetzt hier zu Papier gebracht habt, ist es nicht ganz, aber ich weiß, ich kann euch etwas liefern, was ihr niemals zu Papier bringen könntet. Und das bin ich bereit zu geben und zu gucken, was dann passiert und ob wir nicht vielleicht es uns gelingt, auch über eure Frequenzen Liebe zu senden. Traugott, du wolltest was sagen. Ja, danke. Viele fragen sich, warum angesichts dieser klaren Sachlage so wenig Künstler, Musikinterpreten und so aussteigen und sagen, hey Leute, also du, Xavier Wendler, Nena ein wenig und so weiter. Und da erinnere ich mich, dass du vor 2 Jahren mir gesagt hast, ja, etliche hätten einen Blutpakt unterschrieben. Magst du darauf eingehen? Habe ich das echt gesagt? Das kann ich mich gar nicht erinnern. Also das habe ich vielleicht auf Amerika bezogen, aber in Deutschland ist mir sowas noch nie bekannt geworden. Da gibt es natürlich verschiedenste Meinungen darüber, dass das auch in Europa existiert. Ehrlich gesagt, ich habe es hier immer am allerwenigsten feststellen können, so. Vielleicht wollte ich es auch nicht sehen, keine Ahnung. Vielleicht war ich da auch noch zu sehr im Hamsterrad. Aber ich glaube, dass das MK-Ultra oder der gesellschaftliche Druck in Deutschland, dass das alles so perfektioniert ist, dass die Künstler, die es geschafft haben, die eben auch ganz selten so unabhängig sind wie jetzt meiner einer, die meisten sind in irgendwelchen Abhängigkeiten. Entweder schreibt ihnen jemand die Texte oder es gibt ein Produzententeam, oder man ist einfach alleine nicht so gut aufgestellt. Oder man hat einen sehr einflussreichen Manager. Bei mir ist es so gewesen, ich habe immer vertrauen können. Ich habe immer, ich war kein Control-Freak, aber es gab gewisse Dinge, die habe ich mir nicht nehmen lassen. Und am Ende habe ich die Entscheidungen selber getroffen. Ich hatte jetzt nie jemanden, von dem ich so abhängig war entlang des Weges, dass ich es nicht alleine hätte schaffen können. Und ich glaube, dass es viele Künstler gibt, die mit ihrem Umfeld sowas nicht machen können. Entweder sich selbst nicht sehen, sowas durchzubringen und eben in Abhängigkeit mit Plattenfirmen, Vorschüssen, was auch immer, gesellschaftliche Absicherung, gewisse Schritte einfach nicht machen können. Das ist dann weiß man, okay, dann wird man da nicht mehr stattfinden, und dann ist es auch vorbei. Und mir war es immer klar, klar ist es dann vorbei und dann ist es mir auch egal. Ja, es ist mir dann egal, wenn ich in diesem Beruf oder in dieser ganzen
Sache keinen Platz mehr finde, dann ist es halt vorbei. Ich glaube, da sind die allerwenigsten bereit dazu, so weit zu gehen. Ja, weil dann kommt auch die finanzielle Abhängigkeit und da überlegen sie sich dreimal, ob sie jetzt auspacken sollen oder nicht. Und viele machen leider dann weiter wie bisher. Und obwohl sie das Wissen haben, dass hier, was hier alles schiefläuft und dass es ganz massiv schiefläuft, halten sich dennoch zurück. Ich muss sagen, ich bedauere das sehr. Ich finde das sehr schade. Das heißt, für die Zukunft, wir brauchen Konzepte, wo Künstler frei arbeiten können, ohne in diese Abhängigkeiten zu geraten, dass sie sich frei entfalten können. Wenn das ihre Meinung ist, ihr Stil ist, dann raus damit. Und wir haben dann so viele Kontrollinstrumente, da ist ja auch noch die GEMA. Aber Traugott, das brauchen alle. Das brauchen alle, das brauchen Sportler, das brauchen junge Boxer, das brauchen alle, brauchen diesen Raum, wo man ohne Manipulation der Beste wird, der man sein kann. Ja, das ist ja in allen Feldern ist es ja so, dass man nicht ausbrechen darf aus der Norm. Ja, dann sind wir wieder auch bei der Deutungshoheit, die du vorhin angesprochen hast, die ja die Politik und die Massenmedien haben. Du kannst verschiedene Worte nicht benutzen, verschiedene Begriffe oder Zusammenhänge, weil die Gefahr besteht oder weil du weißt, das wird von Anfang an umgedreht, wie das Wort Heil oder Heilung und Sieg. Ich meine, was gibt es Schöneres? Aber wenn du das nicht sagst, dann nehmen die das gleich, weil es hat Hitler schon benutzt. Weißt du, wenn du alle Wörter verbieten würdest, die Hitler schon benutzt hattest, dann dürftest du kein Wort sagen. Hm? Ja. Also sind wir wieder bei den Anglizismen. Yes, yes, then you can speak English, of course. Yes. Es geht ja immer mehr ins Absurde. Ich denke immer so, jetzt haben wir aber das Ende der Fahnenstange erreicht. Ne? Also das ist nicht, und am nächsten Tag nochmal. Es ist kein Ende, nach oben abzusehen. Das geht dann alle wirklich... Alle zwei Tage sage ich zu meinem Sohn, listen, wir sprechen auch viel Englisch, listen, you have to remember this. Never forget what you just saw. Ob das Menschen mit Masken sehen. Also letztens haben wir so einen sehr korpulenten Mann mit einem sehr fülligen Bart gesehen und der hat so eine FFP2-Maske hat ausgesehen wie ein Pinguin. Also es ist unfassbar, was die Leute bereit sind zu tun und in die Welt zu gehen mit einer Überzeugung und mein Sohn, soll ich sagen, der ist jetzt gerade 7 geworden, der ist in vielen Dingen erwachsener oder weiser als viele Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. Das ist unfassbar. Ja, wir sind alle dermaßen manipuliert. Übrigens, apropos Manipulation, es gibt aus dem Hadith, das ist ich weiß nicht, ob so wirklich so gesprochen wird, es ist ein Kommentar zum Koran. Zum Koran, ja. Ja, da ist eine Geschichte drin, die möchte ich kurz erzählen. Da geht der Teufel zu Gott und bittet um Macht. Und Gott gibt ihm diese Macht und der Teufel bedankt sich, will gehen. Auf einmal hat Gott eine Frage und sagt, warte noch ein bisschen. Mit der ganzen Macht, die ich dir eben gegeben habe, was wirst du damit anfangen als erstes? Und da wandte sich der Teufel nochmal zu Gott um. Als erstes werde ich sie alle in die Irre führen. Das ist die Basis und die erleben wir jetzt. Alle sind in die Irre geführt worden, schon seit tausenden von Jahren und das kulminiert immer wieder. Wenn du merkst, dass es keine einzige unabhängige wissenschaftliche Untersuchung gibt, die bestätigt, dass Impfungen nützen und schützen, keine einzige, null, zero, nothing. Und trotzdem dieses Denkgebäude oder diese Vorstellung, dieser Glaubenssatz, das ist das richtige Wort, so viel vorherrscht. Aber es gibt es nicht. Keine unabhängige Studie, also weder von der Pharmaindustrie gemacht, noch von ihren Auftrag gegeben und dann nach dem Goldstandard mindestens 2000 Probanden doppelblind randomisiert und so weiter. Das gibt es ja nicht mal bei Sonnenschutzmitteln. Noch nicht einmal. Je höher der Sonnenschutzfaktor, desto größer die Gefahr für Hautkrebs, für Melanome. Genau. Also wir leben in einer reinen Illusionswelt, ich meine, ich nehme mich da nicht aus. Nur merke ich das langsam und versuche mich da mühevoll mühsam aus der Matrix da rauszuarbeiten, wie so ein Maulwurf, der sich nach oben zum Licht durchscharrt. Ne? Ja. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir das ganz bewusst tun, uns, sage ich mal, aus dem System freikämpfen, die Gifte bewusst, sage ich mal, zu uns genommen haben, auch lange Zeit, wissentlich Dinge getan haben,
von denen wir wussten, sie schaden unserem Geist, unserem Körper. Aber ich glaube, dass so das Gericht über die Welt kommt, dass wir an uns, an unserem Geist, an unseren Körpern diese Machenschaften ausgeübt, verübt werden und dass das Gericht über uns kommen wird, dass die Dinge, aus denen wir uns selbst befreien können, das wird auch anderen gelingen und die Dinge, die uns töten, die uns zugrunde richten, die wird anhand unserer Erlebnisse, wird dem Schöpfer dadurch sozusagen die Mittel an die Hand gegeben, wer wie gerichtet wird. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ja, wenn wir sozusagen nicht eine Waffe in die Hand nehmen mussten und jemanden in den Hinterkopf geschossen haben, nennen wir es mal jetzt diese Fühler Gottes, dann hätte das auch kein anderer machen dürfen. Ja? Die sich entschlossen haben, den Weg mit dem Schöpfer zu gehen, die werden jetzt als Messgerät benutzt, um zu sehen, wie weit ist alles fortgeschritten, wie weit ist die Vergiftungsrate, wie weit ist all diese Dinge. Und wir mussten das am eigenen Leib, an der eigenen Seele, am eigenen Geist erfahren und können uns entweder daraus befreien oder müssen eben befreit werden. Ja, wahrscheinlich wird beides geschehen. Also ja. Das eine kommt dem anderen entgegen. Wir wühlen uns nach oben, kämpfen uns nach oben durch und von oben kommt dann auch die helfende Hand. Ich meine, ich sage auch, der freie Wille muss einfach so lange, der freie Wille muss so lange Raum haben, sich frei zu entscheiden, bis er ans Firmament stößt. Ja, auch passendes Beispiel, ja. Das ist ja, bitte Manuel. Ja, Entschuldigung, nein, das ist ein Thema, da hast du vollkommen recht, das so breit ist und wo wir Menschen oft uns zu wenig zutrauen, glaube ich. Ja. Jeder Einzelne. Das ist das, was ich vorher schon mal gesagt habe. Ja, viele haben so ein Ohnmachtsgefühl noch. Jetzt langsam wird es besser, aber ich habe das ja vorher beschrieben. In meinem engen Bekanntenkreis war das noch spürbar. Ich bin ja nur so klein und kann nichts machen. Und jetzt langsam kommen sie drauf. Mit Konsumverhalten hat man ja Macht. Ja, man kann ja doch was bezwecken, wenn ich da ein bisschen vielleicht nachhaltiger konsumiere oder vielleicht überhaupt konsumieren möglichst abgewöhne und das Ganze auch eher dann in Genuss umwandle und bewusst vor allem dann auch konsumiere. Ja, das ist die Macht auf der äußeren Ebene, die ist nur ganz klein. Aber auf der inneren Ebene haben wir eine viel größere Macht. Und richtig. Einsetzen, ne? Wenn wir die einsetzen, bewusst einsetzen, was will ich, was ist Gottes Wille, worauf freue ich mich und dann im Außen auch darauf zugehe und natürlich mit der inneren Einstellung. Das ist wesentlich stärker. Also ich glaube, dass einer, der nach oben verbunden ist, wertvoller ist als die größte Demonstration, ne? Im Außen. Dass wir das ist absolut mein Empfinden. Aber da hat natürlich jemand, der Traugott heißt und sein ganzes Leben so gerufen wird, natürlich bessere Karten. Der ist ja irgendwie in den Zaubertrank gefallen. weißt du, das ist natürlich, klar musst du derjenige sein jetzt in dieser Zeit, der uns solche Sachen erzählt. Deswegen, jeder hat hier seine Bestimmung. Das finde ich so wunderbar. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Vernetzung jetzt ganz wichtig. Also das, was ich vorher auch schon gesagt habe, ja, diese Schufa-Szene, die vielleicht in Europa, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum vielleicht wirklich mit am stärksten aufgestellt ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß, in Lateinamerika ist es ein bisschen stärker, in Spanien weiß ich jetzt nicht, Frankreich, glaube ich, ist auch noch, England geht auch was. Also ist halt, Österreich ist auch. Man darf den Islam als solchen da auch nicht vergessen. Da wird auch vieles extrem hinterfragt, da wird auch vieles geistig hinterfragt, obwohl ich natürlich mir da auch mehr Religionshinterfragen wünschen würde. Aber da ist natürlich auch vieles, da muss man schon Hardcore-Christ sein in Amerika, um die Dinge so zu bewegen, wie viele Moslems gewisse Themen bewegen, so ganz natürlich. Ne? Das machen viele in der Form nicht, das vergisst man auch. Da muss man jetzt kein Land haben, sondern einfach, im Islam passiert da schon einiges, was da den Status quo hinterfragt. Wobei ich mir natürlich da auch wünschen würde, dass man seine eigene Religion da auch ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen würde. Das wird geschehen. Das wird alles erfragt werden. Wenn wir wissen, dass das alles Lüge ist, dann kommt automatisch doch die Frage auf, ja, wie ist es dann?
in jedem Gebiet, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Politik, im Sozialwesen, in allem, werden wir hinterfragen. Und dann können wir wirklich die Wahrheit finden. Im Moment wird sie ja noch vor uns verborgen gehalten. Die Menschen wissen ja noch nicht mehr, woher sie kommen. Die Archäologen hüten Tausende von Spitzen von Artefakten, die sie angeblich nicht einordnen können. Nein, sie wissen schon, welche Richtung das geht, aber sie möchten es uns vorenthalten. Und so ist es. Bereich. Wo ist denn die Wissenschaft? Wir haben seit 1855 war der Zweitakt der fertig. Otto, Wankel, Daimler und Benz und so. Da haben wir immer noch. Na, jetzt ist 2020, 21. Da ist überhaupt nichts passiert. Immer noch das gleiche Prinzip. Wo ist der wissenschaftliche Fortschritt? Den gibt es nicht, weil der wird blockiert. Den gibt es schon. Aber in unterirdischen Geheimlaboratorien, da ist der technische Fortschritt. Den will man uns aber vorenthalten. Und das aber Traugott, dieser Fortschritt, der war doch schon immer da. Das sind doch die gleichen, die hatten diese vor 1000. Also in Atlantis hat man doch die gleichen technischen Mittel gehabt als unser eins oder noch krasseres Zeug. Das ist doch alles ein ewiges Finden und Wiederfinden von Dingen, die diese Gefallenen uns schon längst gegeben haben. Und dann muss man es wieder resetten und dann kapieren wir zu viel, dann muss man es wieder auslöschen und so weiter und so fort. Also ich denke, wir haben eh schon die ganze Zeit diese ganzen Sachen gehabt. Jetzt geht es darum zu finden, was in uns ist und nicht, was uns ständig von außen herangereicht wird. Ja, richtig. Das wird aber parallel laufen. Wenn ich psychologisch meine Traumata heile, umso weiter kann ich auch ausleiten. Ich kann nicht auf einer tiefen Ebene zum Beispiel ausleiten, als ich einen inneren Konflikten gelöst habe. Das läuft immer parallel. Wenn ich dann wieder weiter gelöst habe, kann ich aber wieder auch auf der äußeren Ebene weiter ausleiten. Zum Beispiel Analogie. Ja, Erkenntnis, Logo. Trotz alledem haben wir das Problem, dass wir, selbst wenn wir jetzt da reihenweise die Menschen auf einen gewissen Level bringen, dass wir in diesen Konstrukten leben, in diesen Staatsmatrix, in diesen Firmen, Vereinskonstrukten, Maritime Law, Piratenrecht etc. Und da, das sind so viele Baustellen und da frage ich mich, wie wollen wir das ohne Chaos wirklich da einen geordneten Übergang schaffen? Mit der Wahrheit. Mit dem Leuchtfeuer der Wahrheit. Also das ist das, was die am meisten fürchten. Also mein Ziel war ja immer sozusagen, das Licht in die katholische Kirche, also nicht das Licht zu bringen, sondern sozusagen die Dunkelheit zu offenbaren, die sich in der katholischen Kirche eingenistet hat. Und darüber ist man dann darauf gestoßen, ach so, die Regeln oder die leiten ja noch viele andere Dunkelheit in der Welt. Und sozusagen habe ich mich dann darauf konzentriert und dann den Weg daraus gefunden und gemerkt, okay, die haben ja noch viel mehr Macht, als ich gedacht habe. Aber jetzt im Moment muss man sich irgendwo darauf verlassen, dass vielleicht die jetzt auch angehalten sind, um da eine göttliche Intervention wieder reinzubringen, dass die es zu verschulden haben, eben jetzt auch angehalten sind, eine gewisse Besenreinheit zu schaffen. Ansonsten sind alle ihre Möglichkeiten verschollen. Also haben sie einfach gar keine Möglichkeiten, sozusagen wieder den Weg aus der Dunkelheit zu finden. Ich bin mir immer noch sicher, dass es da Verhandlungen gibt, die Mächte der Dunkelheit, es gibt bestimmt noch einige, die versuchen, wieder dahin zu kommen, wo sie mal waren. Also ob da das letzte Wort gesprochen ist, keine Ahnung. Also ich denke, wir müssen immer noch Mittler sein zwischen denen, die uns von Anfang an verabscheut haben, nämlich diesen Gefallenen, und der ihnen das nie vergeben kann, nämlich unserem Schöpfer. Und wenn es uns gelingt, diese Ebenen irgendwie wieder zu verbinden, zu vermitteln, ich weiß es nicht, ich war lange Zeit kein Freund davon zu sagen, ja, also alles Böse wird auch wieder heimgeführt, aber mittlerweile, wer bin ich, um zu behaupten, dass wir nicht auch das vermitteln können oder dass nicht das sogar auch Ziel sein könnte. Ich bin bereit, sozusagen mein Innerstes nach außen zu kehren, um hier Frieden und Liebe zu installieren. Ich bin überzeugt, das wird gelingen.
Weil du bist das nicht. Bin ich auch. Das bin ich auch. Es werden immer mehr, schon Millionen, und es werden täglich Hunderttausende weltweit mehr, die dieses Ziel auch haben, und zwar nicht nur im Kopf, sondern die sich von ganzem Herzen nach Frieden sehnen. Es kann gar nicht anders sein, als dass es dann irgendwann in die Manifestation geht. Und dann kürzlich ist mir auch eingefallen, wie viel Geld würde dann frei werden, wenn weltweit die Rüstungsindustrie verschwindet? Und gerade gestern habe ich gelesen, dass diese amerikanische Waffenlobby oder diese Waffenfirma Konkurs angemeldet hat. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, N noch was. Hatte drei Buchstaben. NRA, genau. Dass es die National Rifle Association ist, okay. Habe das auch vorhin gelesen. Ist das also was anderes? Wenn man addiert, was in jedem Land an Rüstungsgeldern ausgegeben wird oder für Rüstung, das addiert, dann bekommen wir ja im Jahr Billions zusammen. Ne? Das ist unvorstellbar. Und wenn die verteilt werden würden auf das Volk, also wir werden Überfluss haben ohne Ende. Es wird nirgendwo ein Mangel mehr herrschen. Also jeder kann dann hätte früher gesagt Mercedes, oder jetzt sage ich das, ein UFO vor der Tür oder eine Flugscheibe vor der Tür, ein Swimmingpool hinterm Haus. Es ist alles möglich. Also das Potenzial ist riesig, aber und natürlich die Überbevölkerung ist natürlich auch Quatsch. Ja, also das ist, glaube ich, bei vielen immer noch extrem abgespeichert. Ja, wir sind zu viele, um Gottes Willen, wir fressen uns alle die Haare vom Kopf und so. Dabei sind wir alle nur gezwängt in diese ganzen, in diese paar Metropolen, die es auf der Welt gibt, ja, und alles andere ist leer. Ich bin letztens von Thailand, da bei DSDS, was heißt letztes Jahr war das ja, nach Deutschland zurückgeflogen. Man fliegt über so viel leeres Land, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da ist alles leer. Da ist kein Mensch. Die 10.000 Kilometer, die du da fliegst, ist nichts. Ja. Ja, dann kommen sie mit dem anderen Argument, ja, hier CO2, da kommt die Enkelin raus, wie Greta Thunfisch. Das ist wieder eine andere Lüge. Also wie gesagt, wir sind umgeben umzingelt von Lügen, ne? Und die fallen jetzt. Die Wahrheit kommt immer mehr raus. Und das ist ja auch ein sehr wesentliches vedisches Mantra, Satya Eva Jayate, Wahrheit allein triumphiert, Truth alone triumphs. Und ich habe den indischen Nachnamen und er spricht hier indisch am laufenden Band. Ich muss aber weiter bald am Ticker machen. Okay. Ja, bitte, Traugott, das ist so toll. Also wenn man eins gerne macht, dann ist es bei dir stöbern in deinem Kanal. Du, das ist eine große Ehre, dass du sagst, ich gebe mein Bestes, es ist erst anstrengend. Ich muss sagen, ich war so naiv, ich dachte, ja gut, dann machst du so eine Tageszeitung, so in 6 Wochen sind wir durch und so. Ich dachte, Gott lachte, ne? Jetzt wird es erst richtig spannend. Und ich meine, wir sind ja noch lange nicht damit fertig, wenn das System weg ist. Dann kommt ja mal, dann geht es ja erst richtig los. Wenn die machen, wie viel müssen wir dann auffangen, die völlig konfus sind? Und dann haben wir echt eine Verantwortung. Jetzt konnten wir so noch die ganze Zeit, konnte man so ein bisschen wursteln, so hobbymäßig fast, aber dann wird die Verantwortung groß, ja. Also ich sage, also unsere Aufgabe als Patrioten wird jetzt dann sein, reihenweise diese Menschen, das habe ich mit Traubert ja auch letztens besprochen, aufzufangen und ihnen Halt zu geben ihnen so, also ein bisschen bildlich gesprochen, an den Arm zu nehmen oder in den Arm zu nehmen und mit ihnen zusammen zu gehen. Ich glaube aber, Manuel, da wäre es ganz wichtig, wenn wir in diesen Momenten uns viel Zeit nehmen, für in den Arm nehmen und verweilen und nicht gleich in Richtung was auch immer schon wieder marschieren. Ja? Einfach mal verweilen. Wir müssen doch schon. Wer treibt uns? Was müssen wir jetzt irgendwie machen, außer heilen? Wir müssen nicht ins nächste System reinrennen. Wir müssen nicht sofort wissen, was kommt danach und so. Nee, das ist recht. Mal innehalten und durchatmen. Ja. Wir brauchen erst Heilung. Und das ist meines Erachtens der Sinn dieses ganzen Transformationsprozesses, die seit Jahrtausenden schwerst traumatisierte Menschheit in ihrer Gesamtheit zu heilen. Ja. Das wird auch geschehen. Und natürlich aus der Heilung heraus kommt dann ein Neuaufbau. Und dieser Neuaufbau, der ist dann auch heil, weil er aus heilen Menschen herauskommt. Genau. Ja.
Und dann, wenn wir wirklich ein super schönes Zeitalter manifestieren, und ich habe die große Hoffnung, dass unsere Generation das noch erleben wird. Damit bin ich angetreten, sonst hätte ich den ganzen Job sowieso abgelehnt. Wenn das nicht unsere Generation erlebt, dann bin ich wieder raus. Und da wir jetzt dem Ende ernähren, möchte ich noch den Markus reinholen, kurz am Schluss. Ja, bitte. Der möchte. Hallo, grüß dich. Hallo, Markus. Du wolltest noch was? Also, ich wollte mich bedanken. Ich hoffe, man kann mich hören. Kannst ja. du mich hören? Okay. Ja. Ich wollte mich bedanken bei Xavier Naidoo, dass du heute Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Und natürlich auch bei OkiTube, beim Traugott und bei Manuel und bei dem Klaus. Ich bin aus Braunau, Österreich. Man weiß, wer da noch herkommt vielleicht, ja. Und ich glaube, ich kann es noch nicht ganz einschätzen, für was ich da jetzt hier zu euch komme. Aber ich spüre schon lange in mir drinnen, dass irgendwas Großes kommen wird. Und dies ist jetzt der Anfang. Und wenn wir füreinander einstehen, können die bösen Geister heimgehen. Und so machen wir. Danke. Danke dir, Markus. Danke an die Familie, an meine Kinder und an meine Frau und alle Bekannten. Danke. Geht ganz tief. Vielen Dank, Markus. Danke auch alle Zuschauer. Danke, Traugott. Danke, Xavier, für die Zeit, lieber Markus. Und danke auch an das Team von Oki Talk und Oki Tube, die da wirklich mit viel Herzblut und Engagement absolut. Vielen schauen, Dank. Um eine Alternative zu bieten. Ich soll noch was raushauen, und zwar macht euer eigenes System. Wir brauchen mindestens 10.000 kleine Server. Bei Fragen einfach den Oki Talk Klaus fragen. Er hilft gerne jeden Freiheitskämpfer und wahren ehrlichen Mensch weiter. Lasst uns dezentral die Macht der Großkonzerne ändern. Anleitung für die Installation des Systems, was auch OkiTube nutzt, findet man auf bizarre-welten.com. Sauber. In diesem Sinne, Leute, bleibt im Positiven, nehmt die Eigenverantwortung an und lasst euch nicht von all den ganzen negativen Schwachsinn triggern. Das ist einfach das, was ich euch noch auf dem Weg mitgeben möchte. Egal, was uns da die Maskenmedien tagtäglich vorbeischwurbeln, vergesst das, macht euer eigenes Ding, fokussiert euch. Ich kann selber ein Lied davon singen, ich hatte einen schweren Schicksalsschlag, den man niemanden wünscht. Und ich habe mich nie beschwert, positiv ausgerichtet, und seitdem verläuft mein Leben wundersam positiv. Und wirklich, wenn man an das Gute glaubt und für das Gute einsteht und auch Gutes tut, dann kommt das auch zurück. Das kann ich soweit mal bestätigen. Ja, das können wir, glaube ich, alle. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch allen. Eine gute Nacht. Ja, euch auch. Wachsam, kritisch, aber in der Liebe. Bussi, Baba, alles Liebe. Ciao, danke, Xavier. Ciao, Baba. Ciao, Baba.